Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die unterbrochene Sitzung und komme zu Tagesordnungspunkt 39. Nach § 15 Absatz 4 der Geschäftsordnung des Rates wird die Beratung der Tagesordnung zur Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD-Fraktion gemäß Drucksache 2792 Anträgen jeder Fraktion, der Gruppe oder dem Einzelvertreter eine Redezeit von maximal 5 Minuten zur Verfügung zu stellen. Sie müssen das nicht ausschöpfen. Eventuelle Wortbeiträge der Verwaltung werden in diese Zeitberechnung über die Gesamtdauer der Aussprache nicht einbezogen. Das wissen Sie. Anträge zur Sache dürfen nicht gestellt werden. Abstimmungen finden ebenso nicht statt. So, für die AfD-Fraktion Umgang mit Einträgen moralisch fragwürdiger Personen im Goldenen Buch der Stadt, Drucksache 2792 aus 2018, redet jetzt Herr Kager, ja? Gut, okay. Hast du die Zeit? Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, am 26.10. hat sich Daniel Cohn-Bendit in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Daniel Cohn-Bendit ist ein deutsch-französischer Publizist und grüner Politiker sowie ehemaliger EU-Parlamentarier. Als Studentensprecher prägte er maßgeblich die 68er. Er wurde als Redelsführer gewalttätiger Ausschreitungen aus Frankreich ausgewiesen und schloss sich der Sponti-Bewegung linksgerichteter Aktivisten in Frankfurt an. So wurde Cohn-Bendit zu einer der führenden Persönlichkeiten der neu gegründeten Grünen. In diesen Kreisen outete er auch seine pädophilen Neigungen. Im Übrigen versuchten Teile der Grünen bis weit in die 80er Jahre den Missbrauchsparagraf 176 des Strafgesetzbuches abzuschaffen. Vorwürfe der Pädophilie hat Herr Cohn-Bendit bis heute nicht glaubhaft entkräftet. Akten zu seiner pädophilen Vergangenheit sind für Jahrzehnte gesperrt worden. Auch die Debatte um Cohn-Bendits Buch »Der große Bazar« von 1975 sind für Forschung und Recherche blockiert. Für insgesamt 60 Jahre, obwohl sie laut Archivgesetz längst zugänglich sein müssten. Ein umstrittenes Kapitel in »Der große Bazar« erschien als Vorabdruck. Der hieß damals im Kinderladen und wurde in der einschlägigen Postille veröffentlicht, dem von Klaus Rainer Röhl gegründeten Monatsmagazin »Das da«. Eine Art linken Sexheftchen mit eindeutig pädophilen Anspielungen. Die Beschreibungen erfüllen genau wie die in der französischen Talkshow im Jahr 1982 geschilderten sexuellen Handlungen den Tatbestand des Paragraphen 176 sexueller Missbrauch von Kindern. Solche Textpassagen passen in den Kontext der Zeit. Bis Mitte der 80er Jahre gab es eine linke und homosexuelle Szene, die sich als Emanzipationsbewegung verstand und immer wieder auch gleichberechtigten Sex mit Kindern propagierte, die sogenannten Stadtindianer. Die Pädosexualität offen propagierten, waren auf vielen grünen Parteitagen präsent. Es gab auch innerhalb der Parteigruppen, die auf Legalisierung sexueller Kontakte zu Kindern drängten. Cohn-Bendit war auch Verantwortlicher des Herausgeberkollektivs vom Pflasterstrand, einem Stadtmagazin für die Frankfurter Linke der Jahre 77 bis 90. Darin befinden sich immer wieder abstoßende Texte. Von 1978 zum Beispiel: Letztes Jahr hat mich ein 6-jähriges Genossenmädchen verführt. 2 Jahre später wird in dem Heft über die Abschussquote von Kindern resoniert. Das CTF verlinkte jene Worte, welche der Stein des Anstoßes der Kritiker Cohn-Bendit sind. Es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Weiter, die Sexualität eines Kindes ist etwas Fantastisches. Man muss aufrichtig sein, seriös. Bei den ganz Kleinen ist es etwas anders. Bei den 4- bis 6-Jährigen, wenn ein kleines 5-jähriges Mädchen beginnt, sich auszuziehen. Es ist großartig, weil es ein Spiel ist, ein wahnsinnig erotisches Spiel. Wer Pädophilie verherrlicht, andere Personen indirekt aufmuntert, solche Praktiken auszuleben oder solche Praktiken ausgelebt hat, dessen Unterschrift gehört nicht in das Goldene Buch unserer Stadt, sondern solche Personen gehören eher in die Buchbinderei eines Gefängnisses oder in Therapie. Ein Vorschlag könnte nun lauten, wenn wir schon ideologisch sind,
Warum benennt man nicht die Hindenburgstraße in Kuhn-Benditz-Straße? Eine Minute noch. Und das Hindenburg-Viertel nennt man dann einfach Päderastenviertel. Die Nachfrage der Wohnungen nimmt dann dramatisch ab. Die Mieten sinken, ganz ohne Mietpreisbremse oder Herr Klippert, leider nicht da, Müllpreisbremse. Aber Schluss damit. Bekennen Sie sich zum Jugendschutz, missbilligen Sie die Unterschrift des Cohn-Bendit in das Goldene Buch der Stadt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Gut, die SPD-Fraktion. Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Ein goldenes Buch beinhaltet viele Namen. Und Sie nehmen einen heraus und machen daraus eine Aktuelle Stunde. Wir glauben, dass das dem Goldenen Buch nicht gerecht wird. Und umgekehrt, sage ich gleich auch warum, eine solche Aktuelle Stunde der Gesamtthematik, die daran hängen könnte, auch nicht gerecht wird. Also ein goldenes Buch ist ein Buch, was eine Tradition hat in vielen Städten, was dazu dient, Gastfreundschaft auszudrücken, wenn offizielle Gäste kommen, wenn Gäste kommen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und oftmals auch trotz kritischer Punkte eine insgesamt hohe Anerkennung haben. Und dieses goldene Buch der Landeshauptstadt Hannover, das gibt es über viele Jahrzehnte. Und mit Sicherheit finden wir auch andere Namen in diesem goldenen Buch aus früheren Jahrzehnten, aus den 30er Jahren zum Beispiel, die der Rede wert wären. Insoweit möchte ich erstmal bezweifeln, dass das hier sozusagen ein Gegenstand ist für eine Aktuelle Stunde, sondern dass man sich auch bei dem goldenen Buch, ähnlich wie bei Straßennamen, eher mit der Funktion befassen kann, was gibt es eigentlich wieder und wie ist es auch ein Spiegel, ich sag mal, des Zeitgeschehens. Das ist das eine. Das andere, einen Moment lang habe ich interessiert aufgenommen, dass sehr sachlich und ruhig von Herrn Kager gesprochen wurde. Leider, zu meinem Bedauern, hat Ihr Redebeitrag am Ende wieder erneut eine Wendung genommen, die den üblichen aggressiven, auf Ihre Art und Weise engagierten Tonfall gefunden hat. Und deshalb möchte ich ein paar grundsätzliche Bemerkungen noch machen, weg von dem Gegenstand Ihrer Thematik, die Sie hier als Aktuelle Stunde aufbringen. Denn die Punkte, die ich jetzt benennen werde, sind Dinge, die wir heute in dieser Ratsversammlung mehrfach erneut gesehen haben. Ich habe mich heute gefreut, dass von vielen hier Sie in die Schranken gewiesen wurden. Und es sind Dinge, die wir auch in vergangenen Ratsversammlungen und Ausschusssitzungen schon gehört haben. Unser Eindruck ist, dass Sie sehr widersprüchlich auftreten, dass Sie gegen Parteien, auch gegen einzelne Personen, auch gegen Leute, die hier im Rat als Ratsmenschen gewählt sind, oft sehr negativ, oft sehr beleidigend vorgehen, oft sehr aggressiv vorgehen, auch über die sogenannten modernen Medien, auch über Flugblätter und Ähnliches. Unser Eindruck ist, dass Sie generell gerne provozieren, da wo es nur geht, und sich selber aber empören, wenn Sie selbst provoziert werden. Sie gerieren sich als Opfer, das haben wir vorhin einmal hier wieder erlebt. Auch das, wo es nur geht, Sie fragen aber nicht nach denen, die Opfer Ihrer Einlassungen werden und auch Opfer Ihrer Diffamierung werden. Sie versuchen den Eindruck zu erwecken, Sie würden die Gesellschaft gestalten wollen. Ihr Rezept ist allerdings Kahlschlag und Diffamierung von Menschen und ganz oft von Menschen, die unsere Gesellschaft lebendig und vielfältig machen. Und dazu gibt es genug Belege. Da muss man nicht überrascht darüber sein, dass wir als SPD zu einer solchen Einschätzung kommen. Man muss sich nur, das ist mehrfach zitiert worden, Ihre Haushaltsanträge anschauen. Dort ist nichts Konstruktives zu finden. Überall wird der Rotstift angesetzt und ganz schlimm, es werden auch Zuwendungsempfänger, Zuwendungsträger von Ihnen diffamiert, was diese selbst, indem sie sich an uns, auch an den Oberbürgermeister wenden, eine Minute dagegen wehren und das zurückweisen. Sie polemisieren gegen die freiheitliche Ordnung und gegen das demokratische System und gleichzeitig nutzen Sie all die Freiheiten, die es bietet, nach Lust und Laune aus. Sie fordern permanent Grenzen ein
Und selber errichten Sie doch Grenzen mit Ihren Worten. Sie grenzen Menschen aus, die nicht Ihrer Meinung sind oder die nicht Ihren ethnischen Standards entsprechen. Und zugleich ergeben Sie sich mit Ihren Beiträgen hier in einer permanenten Grenzverletzung. Sie spielen sich als Moralapostel auf und stehen doch selbst für eine Partei, die keine Moral zu kennen scheint. Für eine Partei, deren Spitzenfunktionäre in bewusster Grenzüberschreitung mit Neonazis marschieren oder illegale Parteispenden kassieren. Das sind alles Punkte, die wir bei Ihnen als Kalkül sehen, die wir falsch und verlogen finden. Letzter Satz. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, das finden wir in der Tat moralisch fragwürdig. Wer spricht für die CDU? Herr Seidel. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ein bisschen fühle ich mich ja jetzt von Ihnen getäuscht, Herr Kager, weil geschrieben haben Sie uns, dass es um eine Aktuelle Stunde geht, die heißt, und ich zitiere, Umgang mit einträgigen, moralisch fragwürdiger Persönlichkeiten ins Goldene Buch der Stadt. Da bin ich davon ausgegangen, dass wir heute über das Goldene Buch reden. Ja, Sie haben über eine Persönlichkeit geredet, das Goldene Buch, das mittlerweile 4 Bände besitzt. Da fühle ich mich schon ein bisschen getäuscht. Deswegen sehen Sie es mir jetzt einfach nach. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht zum Thema Goldenes Buch der Stadt, das es nämlich seit 1910 gibt und damals vom Bücherfabrikanten Johann König und Epphardt in Auftrag gegeben wurde und 1911 der Stadt übergeben wurde und entgegen den Vorstellungen dieses Fabrikanten, der sich damals gedacht hat, wir machen hier eine Art Stadtchronik, ist es dann eher zu einem Gästebuch der Landeshauptstadt Hannover geworden. Und es hat sich über die 105 Jahre in dieser Geschichte als Tradition erwiesen, dass der Oberbürgermeister entscheidet, wer sich in das Goldene Buch der Stadt einträgt. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Denn Personen des Zeitgeschehens dürfen sich in dieses Goldene Buch der Stadt eintragen. Und das haben in den letzten 105 Jahren gewiss eine große Anzahl verschiedener, unterschiedlicher Personen getan. Und das Wichtige ist, die immer eine Bedeutung in ihrer Zeit hatten. Das muss man ganz klar und deutlich einmal herausstellen. Und die Bandbreite reicht dann tatsächlich von Künstlern, Wissenschaftlern, Schriftgrößen, Sportlern bis hin zu Staats- und Regierungschefs, Vertreter von unterschiedlichen Staaten. Und zum Beispiel gibt es den allerersten Unterzeichner auf der ersten Seite des Goldenen Buches. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sich schon mal die Mühe gemacht hat, wenn die hier ausliegen. Ich habe sie mir angeguckt, die Bände. Und auf der allerersten Seite dieses Goldenen Buches steht Kaiser Wilhelm. So. Und, meine Damen und Herren, wie wollen wir denn heute den deutschen Kaiser einordnen? Wie ordnen wir ihn denn in die Zeitgeschichte ein? Ja, da gibt es ja einige, die sich hier immer aufschwingen und klar machen, wie sie Personen und Persönlichkeiten in die Zeitgeschichte einordnen und gegebenenfalls auch als moralisch fragwürdig darstellen. Und ganz ehrlich, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ist die erste Unterschrift sicherlich deutlich moralisch fragwürdig, wenn man sich überlegt, was dieser deutsche Kaiser im Jahre 1914 Europa angetan hat. Das ist nämlich die Grundkatastrophe des 20. Jahrhunderts, um das mal sehr klar und deutlich zu sagen. Das betrifft nicht ihn alleine, als Alleinschuldigen, gar keine Frage. Deswegen rede ich auch, Herr Wruck, ich merke, Sie zucken, ich rede von fragwürdig. Fragwürdig im historischen Kontext. Das ist die erste Unterschrift. Und dann geht es 105 Jahre weiter. Und ich weiß nicht, ob Sie sich die Mühe gemacht haben und mal geguckt haben, wer da alles so ist. Ganz viele Größen aus den 30er, 40er Jahren, die nicht nur moralisch fragwürdig sind, sondern für die ich ganz andere Begrifflichkeiten finden würde. Aber auch danach geht es weiter. Vertreter von Apartheidsregimen finden Sie da. Den Botschafter der Republik Südafrika, mehrere Botschafter finden Sie da. Sie finden Botschafter der UdSSR, die sich dort eingetragen haben, die wir heute sicherlich alle im historischen Kontext als fragwürdig bezeichnen würden. Und Sie kaprizieren diese Aktuelle Stunde hier auf einen einzigen und wollen uns erklären, wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. Meine Damen und Herren, das ist für uns Christdemokraten nicht tragbar, weil wir am Ende
am Ende glauben, dass jeder Mensch unbeschadet seiner unveräußerlichen Würde Irrtum und Schuld ausgesetzt ist und damit auch fehlbar ist. Und damit verbietet sich aus unserer Sicht im Nachgang eine fragwürdige moralische Kategorisierung. Und damit Ihnen das vielleicht noch mal deutlich wird, komme ich noch mal auf den deutschen Kaiser zurück. Damit man mal merkt, wie absurd diese aktuelle Stunde ist. Denn Wilhelm II. War als Autokrat jemand, der sicherlich nach heutigen Maßstäben nicht mehr derjenige ist, den wir heute hier ehren werden. Deswegen denken Sie mal darüber nach, im Jahr 1913, dieses ehrwürdige Rathaus wurde von diesem deutschen Kaiser eingerichtet und wir sind heute eigentlich alle stolz darauf, dass wir in diesem ehrwürdigen Rathaus sind. Deshalb, eigentlich wäre es doch dann nur konsequent, wenn Sie uns demnächst den Antrag vorbringen, dass die Verwaltung und der Rat hier auszieht, in ein entsprechend unbelastetes Haus umzieht und wir nicht mehr in diesem Rathaus tagen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Frau Dr. Markowitz für die Grünen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Ratsherren, sehr geehrte Ratsfrauen, Herr Seidel hat recht, diese aktuelle Stunde ist absurd. Trotzdem möchte ich mich ernsthaft äußern. Denn die AfD zählt mit dieser aktuellen Stunde auf ein schreckliches Kapitel grüner Parteiengeschichte ab. Und wir entschuldigen uns bei denen, die durch die Debatten und Positionen der Grünen zum Thema Pädophilie in den 1980er Jahren und in der Zeit drumherum in ihrem Schmerz und Leid sich verhöhnt fühlen. Wir bedauern es zutiefst, wenn durch diese Debatten Täter ein Gefühl der Legitimation für ihre Taten erhalten haben sollten. Die Diskussion um pädophile Forderungen bei den Grünen der 80er Jahre zeigt, wie wichtig die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist. Wir erkennen als Partei die Verantwortung für diese Fehler an und setzen uns kritisch mit unserer Geschichte auseinander. Aufarbeitung und Neubewertung ist für uns wichtig. Wir haben diese Haltung diskutiert, in den 80ern und 90ern als Fehler erkannt und uns dagegen ausgesprochen. Das war schmerzhaft und ist es noch immer. Die Partei, die Befreiung wollte, ist damit zu weit gegangen und hat Menschen geschadet. Wir Grüne haben daraus aber gelernt. Wir bereuen zutiefst und setzen uns seitdem konsequent für Opferschutz ein. Diese schwierige Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte war sehr, sehr schwer, aber dringend notwendig. Und diese kritische Auseinandersetzung mit eigenen Positionen wünschen wir auch der AfD. Laut Duden ist eine Auseinandersetzung eine eingehende Beschäftigung mit etwas. Synonyme sind Aufarbeitung, Beschäftigung, Vertiefung. Die Vertiefung von Themen, mit denen man sich noch nicht auseinandergesetzt hat, hilft dabei, klarer zu sehen. Manchmal kann es auch hilfreich sein, sich in andere Personen hineinzudenken, die Perspektive zu wechseln, etwas von einer anderen Seite aus zu betrachten. Ihre Partei ist noch lange nicht so alt wie unsere, aber mir fallen da einige Positionen ein, die ganz, ganz dringend der Aufarbeitung und des Umdenkens bedürfen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Spricht für Linke und Piraten. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, mir geht es an dieser Stelle nicht anders, als es Herrn Seidel ging. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wieso haben Sie bei mir abgeschrieben? Hat aber den Vorteil, die Rede wird jetzt etwas kürzer. Das Erste, was mir natürlich beim Goldenen Buch auch eingefallen ist, so, da dachte ich erst so, Mensch, das ist wie bei meinen Eltern im Garten, ne? Die hatten da auch ein Gästebuch. Denn just das ist es. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Verzeichnis derjenigen Leute, die zu Besuch gekommen sind. Und insofern ist es eigentlich auch ein geschichtliches Dokument. Und da muss man sich ernsthaft die Frage stellen, ob man da hinterher einfach irgendwie Leute rausstreichen möchte. Das ist quasi eine Inventur. Liste, sagen wir es mal so, eine Inventurliste der bekannteren Leute. Ich habe mir allerdings auch mal die Frage gestellt, wie sieht das denn hier eigentlich aus mit der moralischen Fragwürdigkeit?
Wenn ich über Moral rede, dann haben wir immer so ein bisschen gesellschaftlich vorgegebene Handlungsmöglichkeiten, die im Allgemeinen oder beziehungsweise Handlungsmuster, die anerkannt sind oder die allgemein anerkannt sind. Da gehören sowohl Werte zu, da gehören Rechte zu, da gehören Pflichten zu. Die Problematik an der ganzen Sache ist, dass das insgesamt alles immer wieder veränderlich ist und dass man durchaus den einen oder anderen Punkt als wirklich sehr, sehr subjektiv auch empfinden kann, so wie das bei Ihnen beispielsweise auch gerade herüberkommt. Und ich denke mal, einer der ältesten Wertekanons, den wir haben, den finden wir in den 10 Geboten wieder. Da lautet nämlich eins der Gebote, du sollst nicht töten. Ein weiteres lautet, du sollst nicht stehlen. Und wenn ich mir gerade, und da danke ich Herrn Seidel, dass er auch mal auf Willem II eingegangen ist, wir können auch noch auf einige andere Politiker eingehen, die dort im ersten Band sind von 1913 bis 1963, den Rest konnte ich nicht einsehen, den hat die IT gefressen. Da sind durchaus eine Menge Politiker bei und ich glaube, jeder Politiker, der in irgendwelche kriegerischen Handlungen verwickelt ist, der hat just gegen diese beiden Gebote verstoßen und ist damit moralisch fragwürdig. Auf der anderen Seite, und auch das hat schon Erwähnung gefunden, haben wir eine ganze Menge Leute, die dann eben halt auch vom Fußball kommen, die Künstler sind. Und wir haben immer wieder rückwirkend betrachtet Leute, die betrügerisch gehandelt haben, die Sexismus betrieben haben oder weiß der Teufel was. Und da habe ich wirklich keine Ahnung, wo wir an der Stelle ansetzen sollen. Und dann möchte ich Ihnen, Frau Kastning, nochmal für den Begriff der Diffamierung danken, denn wir finden in den Geboten, und ich nutze die tatsächlich als allgemeine Regeln, wie man in einer Gesellschaft miteinander umgehen sollte. Es lautet dort nämlich auch noch eins, du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deines Nächsten. Und da ist die AfD wirklich hervorragend drin, genau sowas immer wieder rauszuhauen. Und wenn ich mir dann auf der anderen Seite anschaue, dass in diesem ersten Band ja auch diverse Ratsleute unterschrieben haben, dann muss ich mir die Frage stellen, ob man dem Herrn Oberbürgermeister dann vielleicht uns ans Herz legt, zu entscheiden, wenn wir an der Reihe sind, zu unterschreiben. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so macht, dass wir die AfD dann bitte doch auch von der Unterschrift ausschließen. Dankeschön. Für die FDP, Herr Döring. Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Alternative für Deutschland, die vor ungefähr anderthalb Stunden im Zuge einer anderen Debatte hier betont hat, wie nah sie am Ohr der Bevölkerung ist, brandaktuell die Sorgen und Nöte der Hannoveranerinnen und Hannoveraner aufnimmt und in ihre Politik einbettet, die möchte über Moral sprechen. Nun gut, die ersten Schriften über Moral stammen von Cicero 44 vor Christus. Fangen wir damit an, brandaktuell. Cicero hat in diesen Schriften über die Pflichten, über das Schicksal und über die Werte gesprochen, die eine Gesellschaft zusammenhalten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehrfach betont wurde, schon Cicero hat festgestellt, dass diese Bewertungen immer im Lichte der Zeit zu betrachten sind. Und weil sie ja so nah und so dicht an den Sorgen der Bevölkerung sind, wollen Sie nun tatsächlich an einer Person moralische Fragwürdigkeit festgestellt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann nur sagen, noch schlimmer als diejenigen, die immer glauben, alles besser zu wissen, noch schlimmer als diejenigen, die schon in jungen Jahren so tief gegründet sind in ihrem politischen Glauben und in ihrer Spießigkeit, wie einige von Ihnen, glauben, dass sie mit ihrem Moralismus über andere richten dürfen. Denn wer das versucht, der zeigt in Wahrheit nicht mit einem Finger auf die einen, sondern mit drei Fingern auf sich selbst. Wissen Sie was? Mir ist Ihre Spießigkeit, Ihr langweiliges Leben und in Wahrheit auch Ihre sonstige Weltsicht ziemlich egal. Ich kann das aushalten. Aber ich erwarte andersrum, dass Sie so viel Toleranz an den Tag legen, dass es Menschen gegeben hat, gibt und geben wird, die eine lebendigere, eine buntere, vielleicht auch eine verworfenere Biografie an den Tag legen, als das in Ihrem moralischen Weltbild vielleicht richtig erscheint. Das macht die Buntheit der Welt nämlich aus.
Und meine sehr verehrten Damen und Herren, im Zuge der Verleihung des Theodor-Heuss-Preises an Daniel Cohn-Bendit 2013 hatte ich mehrfach Kontakt mit dem Enkel von Theodor Heuss, mit dem Laudator und auch mit dem Preisträger. Und weil das hier zu Anfang diffamierend vorgetragen ist, will ich noch einmal sagen, was Daniel Cohn-Bendit zu der von Herrn Karger zitierten Kapitel, und ich bedanke mich bei der Kollegin Markowitz auch für die sehr sachliche und kritische Auseinandersetzung mit diesem parteigeschichtlichen Kapitel Ihrer Partei, was Daniel Cohn-Bendit im Zuge seiner Rede zur Verleihung des Preises, den Namen des ersten Bundespräsidenten vorgetragen hat. Er hat vorgetragen, kritisiert mich für das, was ich geschrieben habe, bis zu meinem Tod, aber jagt mich nicht für etwas, was ich nicht getan habe. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, stärker kann man sich von seinen Jugendsünden nicht distanzieren. Aber in Wahrheit geht es Ihnen darum doch gar nicht, sondern in Wahrheit geht es darum, dass Sie hadern mit den Erfolgen der Menschen, die einfach anders leben wollen, als Liberale, als Christdemokraten, als Sozialdemokraten, Grüne, meinetwegen auch als Sozialisten, sondern in Wahrheit wollen Sie urteilen und noch einmal, vielleicht stehen Sie dem moralischen Weltbild des ersten Unterzeichners des Goldenen Buchs, Wilhelm II, näher als viele andere. Es sei Ihnen gegönnt, aber verschonen Sie uns mit Ihrem Moralismus, was unser Leben angeht. Herzlichen Dank. So, die Fraktion kann nicht reden, weil die Fraktion nicht anwesend ist. Wir kommen nun zu den Hannoveranern. Wer spricht? Herr Böning, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Die AfD beantragt eine Aktuelle Stunde über den Alt-68er Daniel Cohn-Bendit. Und die Linke schickt gleich noch eine hinterher über die angeblich positiven Nachwirkungen dieser 68er-Bewegung auf das Hannover von heute. Böse Zungen könnten daraus jetzt einen gewissen Zusammenhang konstruieren. Daniel Cohn-Bendit, es gab kaum einen Politiker, der mich in der Vergangenheit weniger interessiert hatte als er. Also habe ich mich angesichts dieser Aktuellen Stunde notgedrungen mal etwas näher mit ihm beschäftigt. Ich erspare Ihnen und mir jetzt das Herunterbeten von irgendwelchen älteren, widerlichen Zitaten dieses Herrn. Das mussten wir ja auch schon hören eben. Sie können das ja auch alle selbst im Internet nachlesen. Daniel Cohn-Bendit war zumindest früher offensichtlich das, was man einen Pädophilen nennt. Er steht politisch links. Also wird man wahrscheinlich schon irgendwelche logisch klingenden Erklärungen und Entschuldigungen für sein Verhalten finden. Er steht ja, wie gesagt, links. Sein Glück. Stellen Sie sich vor, er wäre rechts. Dann wäre er das perverse Punkt, Punkt, Punkt. Die Worte gehören hier nicht hin. Angesichts dessen, was ich über Herrn Cohn-Bendit gelesen habe, erscheint auch das Verhalten einiger grüner Kollegen uns Hannoveranern gegenüber plötzlich in einem ganz anderen Licht. Natürlich haben Sie von den Grünen das Recht, uns zu kritisieren. Bevor man die große moralische Keule herausholt, sollte man aber vielleicht mal einen Blick vor die eigene Haustür werfen und dort gegebenenfalls nochmal gründlich kehren. Und ich habe überlegt, ob ich diesen Absatz jetzt auch wirklich vorlese, denn tatsächlich muss ich sagen, genau das hat Frau Markowitz ja eben auch gemacht und das war auch gut so. Und ich möchte Ihnen wirklich meinen höchsten Respekt für dieses Statement eben zu Beginn Ihrer Rede aussprechen, Frau Markowitz. Das war wirklich gut. Aber es geht ja, wie gesagt, auch hier überhaupt nicht um uns, sondern um, wie es heißt, Einträge von moralisch fragwürdigen Personen im Goldenen Buch. Zumindest der Herr Cohn-Bendit ist für uns definitiv moralisch fragwürdig. Ich weiß jetzt nicht, wer von den Personen, die sich in den letzten Jahrzehnten ins Goldene Buch eingetragen haben, noch als moralisch fragwürdig bezeichnet werden kann. Ich will jetzt auch hier keine Mutmaßung anstellen. Aber eines, sehr geehrte Kollegen von der AfD, muss Ihnen aber doch nach über 2 Jahren hier im Rat doch schon mal aufgefallen sein. Wenn eine Person oder ein Verein oder irgendeine geplante Aktion moralisch fragwürdig ist, dann ist das für Hannover bzw. für die hannoversche Politik doch noch lange kein Grund, um sich davon zu distanzieren. Wir geben Jahr für Jahr von unserem hart erarbeiteten Steuergeldern über 30.000 für ein linksextremes Jugendzentrum. Wir lassen den Islamistenprediger Pierre Vogel nahezu kritiklos in Hannover auftreten. Und wer es
dennoch wagte, den Auftritt zu kritisieren. Der wurde gnadenlos als Rechtspopulist diffamiert. Wir können ein Lied davon singen. Aber all das scheint ja ganz offensichtlich nicht moralisch fragwürdig zu sein. Warum also sollte man sich in dieser Stadt dann plötzlich darüber aufregen, dass ein Herr Cohn-Bendit sich ins Goldene Buch einträgt? So schwer zu ertragen, wie das vielleicht auch ist, aber ob Sie oder wir oder vielleicht noch 3, 4 andere sich darüber aufregen oder nicht, die bittere Erkenntnis ist, es interessiert keinen. Danke. Herr Braune. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren. Auch ich habe ein paar Gedanken unter anderem zu Herrn Cohn-Bendit mir notiert. Es gibt sicherlich auch andere fragwürdige Personen in dem goldenen Buch, was wir haben, wie Herr Seidel schon angefügt hat, die Namen nicht genannt, wie Himmler oder Göring, die stehen nämlich auch in diesem Buch drin. Goebbels, richtig, die 30er-Jahre-Größen in Deutschland sind da alle noch aufgeführt. Und muss man sich vielleicht mal fragen, ob man das nicht irgendwie zusammenstreichen kann, diese Namen. Ne? Wenn man den Kaiser so kritisiert, den Kaiser Wilhelm, wir haben noch ein Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, das müssten wir dann konsequenterweise auch umbenennen. So, vielleicht in das Cohn-Bendit-Gymnasium. Ja, so, ja, das könnte man machen, ne, wenn man die Ratsmehrheit dafür gewinnt. Ich bin den Grünen für ihr Statement sehr dankbar, dass da die Aufarbeitung stattgefunden hat, dem zoll ich großen Respekt der ganzen Aktion. Da ist in den 80er Jahren sehr viel schiefgelaufen auch, und dass sie den Mut gefunden haben, das aufzuarbeiten und das jetzt auch hier vorzutragen, das finde ich einfach anerkennenswert. Vielen Dank dafür, Frau Markowitz. Dann zur FDP, dass der Herr Cohn-Bendit 2013 einen Theodor-Heuss-Preis bekommen hat. Da hat Ihr ehemaliger Vorsitzender, Herr Kinkel, vorgewarnt. Klaus Kinkel sagt dazu, er betrachtet es als mehr als unglücklich, dass ein Herr Cohn-Bendit mit diesem Preis ausgezeichnet wird. Er kann davon nur abraten. Ja, genau, das hat er gesagt, davor. Davor hatten wir keine Gelegenheit, was hier dazu zu sagen. Ich habe das erst im Nachhinein erfahren, dass Herr Cohn-Bendit hier so geehrt wird. Für mich war das Goldene Buch immer so ein Buch, wo dann auch Personen wirklich geehrt werden, die etwas für die Stadt Hannover geleistet haben und nicht nur hier durchgezogen sind. Sonst hätte man auch letztes Jahr Michael Jaron ehren können. Der war in der Stadt eine ganze Woche. Der ist Sohn vom Gründer von Yad Vashem, von der Gedenkstätte in Israel. Das hat hier, glaube ich, kaum einer notiert. Der war hier in der Synagoge und hat hier gesprochen, mehreren Veranstaltungen, ist hier aber nicht eingeladen worden und auch nicht fürs Goldene Buch vorgesehen worden. Solche Personen hätte ich hier viel mehr und viel eher gerne gesehen. Vorbilder, wo wir unsere Jugendlichen auch neu dran ausrichten können. Cohn-Bendit ist kein Vorbild. Es geht ja gar nicht nur um seine sexuellen Fantasien, sondern auch um seine Vergehen in den 90er Jahren, wo er sich mit Fischer an einem Angriffskrieg beteiligt hat. So, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere hier schon vergessen hat oder noch nicht geboren war, Herr Hauptstein, das kann ich nicht beurteilen. Ist knapp dran. Der Herr Cohn-Bendit hat mit Herrn Fischer zusammen diesen Angriffskrieg bejaht. Ne? Ein Angriffskrieg, der von der UN nicht abgesegnet worden ist. Und damit ist das, das ist für mich ein Kriegsverbrecher. So ist es. Cohn-Bendit ist in dem Zusammenhang, auch wie Herr Fischer, ein Kriegsverbrecher. Wer einen Angriffskrieg führt und sich vorher noch als Friedenspartei deklarieren lässt, tut mir leid, also das müsste vor Gericht aufgearbeitet werden. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, wir sind nun mit diesem Beitrag am Ende der Aktuellen Stunde angelangt. Und der Oberbürgermeister möchte kurz etwas dazu sagen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil wir ja direkt auch angesprochen sind, wenn es um das Thema Goldenes Buch geht, möchte ich Sie auch noch darüber informieren, dass ich gestern an die Fraktionsgeschäftsstellen des Rates auch eine Information gesendet habe um 11 Uhr. Die ist auch an Herrn Braune gegangen. Also er weiß durchaus, wie es sich mit dem Goldenen Buch verhält. Ich hoffe, dass Sie vielleicht auch im Laufe der nächsten Tage dann noch nachlesen können, falls Sie noch nicht dazu kommen konnten, wie Eintragungen hier vorgenommen werden. Die Grundaussage ist ja von Herrn Seidel auch genau richtig wiedergegeben worden. Es entscheidet grundsätzlich der Oberbürgermeister im Einzelfall, aber es gibt ja auch noch weitere Grundsätze, die wir auch haben, dass Ehrenbürgerinnen und Inhaberinnen der Stadtplakette sich eintragen, dass Bürgermeisterinnen der Partnerstädte bei ihrem jeweils ersten offiziellen Besuch sich eintragen oder Delegationen der Partnerstädte bei Jahrestagen. Und dass es natürlich auch darum geht, dass zum Beispiel Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Sportlerinnen, weitere verdiente Personen des öffentlichen Lebens sich relativ unmittelbar nach ihren Erfolgen, Verdiensten oder wenn eine besondere Bedeutung sich herstellt, eben auch eintragen. Und es ist mitnichten ein Gästebuch, wo man vorbeigeht und sich dann einfach eintragen kann. Also das, glaube ich, ist immer sehr respektvoll auch im Rat so zur Kenntnis genommen worden. Es gab immer auch besondere Situationen, darauf ist hingewiesen worden, dass ein Eintrag mal in einem Band eben auf Seite 50 dann relativ schnell nach 1945 vorgetragen und eingetragen worden ist, wo man deutlich sieht, dass der demokratisch gewählte Rat eben auch etwas dazu sagt. Am 10. April 1945, so zitiere ich das mal, besetzten amerikanische Truppen Hannover. Der Krieg war beendet, Bombenhagel und Feuersturm hatten große Teile der Stadt zerstört. Mit dem völligen Zusammenbruch war aber auch das 12-jährige System der Gewalt hinweggefegt und mit dem einige Verblendete glaubten, die Welt beherrschen zu können. Ein neues Blatt in der Geschichte der Hauptstadt Hannover beginnt, also auch eine Distanzierung mit der nationalsozialistischen Zeit. Auch in Hannover ist damals vom Rat auch vorgenommen worden, auch auf Vorschlag des ersten Oberbürgermeisters. Aber auch 1978, wenn ich daran erinnern darf, zum 40. Jahrestag der Zerstörung der Synagoge in Hannover, hat der Rat gemeinschaftlich beschlossen, durch den Oberbürgermeister vorgeschlagen, ich zitiere, in dem gemeinsamen Bewusstsein, dass alles getan werden muss, um den demokratischen Rechtsstaat vor Übergriffen rechts- und linksextremistischer Kräfte zu schützen, tilgt der Rat mit dieser Erklärung aus der Liste der Ehrenbürger jene Namen, die mit der verbrecherischen Politik der Nationalsozialisten verbunden sind. Der Rat erinnert daran, dass die Ehrenbürgerschaften schon mit dem Tode der damaligen Machthaber erloschen waren. Also es ging um Adolf Hitler und es ging auch um Hitlers Bildungsreformer, in Anführungszeichen Bernhard Russ, der ja in Hannover geboren war, von dem man sich auch dann distanzierte. Erneut bekräftigen die Mitglieder des Rates ihren Willen, Recht und Freiheit zu bewahren, damit Gewaltherrschaft sich nicht wiederholt. Und dann die Unterschrift des Oberbürgermeisters und aller Ratsmitglieder, damals auch im Rat 1978. Wir haben hier einen Eintrag ins Goldene Buch relativ aktuell vorgenommen. Deswegen möchte ich das auch sagen, weil natürlich die Verwaltung auch sich mit allen Persönlichkeiten sehr intensiv vorher befasst. Ich möchte daran erinnern, und einige Redner haben darauf ja auch schon hingewiesen, Frau Markowitz, Frau Dr. Markowitz selbst auch oder auch Herr Döring hat darauf Bezug genommen. Diese Vorgeschichte haben wir natürlich auch zur Kenntnis genommen. Im Vorfeld der Wahl damals zum 18. Deutschen Bundestag, 22. September 2013, die CDU wurde damals stärkste Partei, am gleichen Tag der Landtagswahl in Hessen, erste schwarz-grüne Koalition in einem bundesdeutschen Flächenland, entflammte in Deutschland eine sehr heftige Debatte. Genau in diesem Vorfeld, Sie können sich vielleicht alle auch gut daran erinnern, über Pädophilie und Pädosexualität. Im Zentrum stand damals die Grüne Partei, in der in den 80er Jahren Forderungen nach einer Legalisierung von pädosexuellen Kontakten debattiert und aus heutiger Sicht unverständlich auch beschlossen wurden, sowie Textpassagen aus dem 1975 erwähnten Buch Le Grand Bazar von Daniel Cohn-Bendit, in denen es unter anderem um verharmlosende Äußerungen über erotische Spiele mit Kindern ging. Auslöser dieser Debatte, Herr Döring hat darauf hingewiesen, war die Verleihung des Theodor-Heuss-Preises im April 2013 an den damaligen Europaabgeordneten Daniel Cohn-Bendit, den er für seine Verdienste um die deutsch-französischen Beziehungen und um die Demokratie erhielt.
Der vorgesehene Laudator, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Andreas Voskuhle, sagte damals seine Festrede ab, da er den Eindruck vermeiden wollte, dass das Gericht Aussagen wie die von Cohn-Bendit billige. Cohn-Bendit distanzierte sich dann. Das ist ausgeführt worden, öffentlich und unmissverständlich bei der Verleihung des Preises und seitdem immer wieder von seinen Bemerkungen in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Er betonte, er habe sich nie an Kindern vergriffen. Ich darf das Zitat kurz wiederholen, kritisiert mich für das, was ich geschrieben habe, bis zu meinem Tod, aber jagt mich nicht für etwas, was ich nicht getan habe. Zitat Ende. Seine damaligen Äußerungen, sagt er auch ausdrücklich, seien eine unerträgliche Provokation gewesen. Also er hat sich sehr ausführlich, sehr kritisch damit auseinandergesetzt und er hat auch gesagt, sie hätten so nicht geschrieben werden dürfen. Sie können das in der Süddeutschen Zeitung 20. April 2013 komplett dokumentiert auch heute noch nachlesen. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen reagierte im Juni 2013 mit der Beauftragung und Finanzierung eines Forschungsprojektes am Göttinger Institut für Demokratieforschung zu Umfang, Kontext und Auswirkungen pädophiler Forderungen in den Milieus der neuen sozialen Bewegung sowie der Grünen. November 2014 stellten Professor Franz Walter und die damalige grüne Bundesvorsitzende Frau Peter den vorläufigen Abschlussbericht über die Grünen und die Pädosexualität vor. Begleitend hat der Bundesvorstand der Grünen im Dezember 2013 eine eigene Arbeitsgruppe Aufarbeitung eingesetzt. Um die wissenschaftliche Forschung zu unterstützen, so zitiere ich, dass die Aufarbeitung innerhalb der Parteistrukturen voranzutreiben und den Kontakt mit den Betroffenen zu suchen. In diesem Bericht, Zitat, wollen wir die bisherigen Ergebnisse unserer parteiinternen Recherchen dokumentieren. Diese Dokumentation ist auch 2016 erschienen, ist auch nachzulesen. Darin das Fazit, ich zitiere, die Forderung nach Straffreiheit für pädosexuelle Handlungen war zu jedem Zeitpunkt falsch und inakzeptabel. Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern ist immer sexualisierte Gewalt gegen Kinder und eine Form des Machtmissbrauchs mit schwerwiegenden und zum Teil lebenslangen Folgen für die Betroffenen. Die Debatten, die dazu in den 80er Jahren in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen geführt wurden und auch in grüne Parteitagsbeschlüsse Eingang fanden, sind im Rückblick verstörend und kaum nachzuvollziehen. Es ist schwer zu ermessen, wie sie auf Betroffene sexuellen Missbrauchs gewirkt haben müssen, während Täter sich dadurch legitimiert fühlen konnten. Dazu gehört zu der historischen Verantwortung, das gehört zu der historischen Verantwortung, der wir uns stellen müssen. So ist das dokumentiert auch in diesem entsprechenden Bericht. Es gibt Beobachter, so möchte ich das zusammenfassen, auch der Debatte, weil wir sie ja, wenn Sie das mal googeln, Cohn-Bendit, AfD, Sie werden das zu Tausenden in ganz Deutschland wiederfinden, dass das kampagnenartig quasi auch aufbereitet wird. Es gibt Beobachter der Debatte, die da zu einer Einschätzung kommen, dass sie sagen, die Pädophilie- oder Antipädophilie-Kampagne der AfD gegen die Grünen sei sogar als Parteistrategie zu bewerten. Und sie kommen zur Schlussfolgerung, hier werden Missbrauchsopfer noch einmal missbraucht für politische Zwecke. So kommen einige zu diesem Schluss. Daniel Cohn-Bendit hat einige Ehrungen und Preise erhalten. Ich will sie nicht alle aufzählen, aber infolge der Auseinandersetzung um seinen Erhalt des Theodor-Heuss-Preises verzichtete Cohn-Bendit im April 2013 auf den deutsch-französischen Medienpreis. Auch das war eine Konsequenz, die er selber gezogen hat. Wir haben im Rahmen der Hannah-Arendt-Tage 2018 diese Gästeauswahl gemeinsam, sehr gründlich, mit der Volkswagen-Stiftung, der Leibniz-Universität und unserem Kuratorium, das ja im Bereich des Oberbürgermeisters auch verantwortet wird. Ich selber bin Kuratoriumsvorsitzender vorgenommen. Wir haben Cohn-Bendit als Zeitzeugen und als Akteur der Protestbewegung von 1968 eingeladen. Darüber hinaus war er übrigens mit Hannah Arendt bekannt. Eine Freundschaft mit seinen vor den Nazis aus Deutschland geflohenen Eltern ist gepflegt worden von ihm. Das war für uns Grund genug, ihn auch hier einzuladen. Das möchte ich auch noch einmal zu Cohn-Bendit sagen. Wir haben das Motiv gehabt, aufgrund seiner Verdienste um Europa, um die deutsch-französischen Beziehungen, um seinen Einsatz für die Demokratie und als Person der Zeitgeschichte, dann auch zu sagen, hier sollte ein Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Hannover auch vorgenommen werden. Das habe ich so persönlich auch entschieden. Das wollte ich einfach zu der Debatte noch einmal sachlich beitragen. Vielen Dank. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur zweiten Aktuellen Stunde. Braucht Hannover ein 18. Gymnasium, fragt die CDU. Und die CDU hat jetzt auch das Wort.
Herr Borstelmann. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Vor etwas mehr als einem Monat, am 24. Oktober, um genau zu sein, haben wir in einer engagierten Debatte im Schulausschuss über die Frage der Planung eines 18. Gymnasiums in der Landeshauptstadt diskutiert. Lehrervertreter, Schülervertreter und nahezu alle Fraktionen und Gruppen des Rates hatten hierzu Änderungs- und Zusatzanträge eingebracht. Keiner, ich wiederhole keiner, der teilweise sehr vernünftigen Anträge erhielt eine Mehrheit. Meine Fraktion ist, wie bereits in der Vergangenheit, für das dreigliedrige Schulsystem eingetreten und hat in logischer Konsequenz die Planung einer weiteren Realschule gefordert. Dies ist eine Schulform, die in Hannover deutlich unterrepräsentiert ist und die, wie die Hauptschule, in die Bedeutungslosigkeit abzusinken droht. Das ist, wie wir finden, fatal, weil es die Entscheidungsmöglichkeiten der Eltern stark begrenzt und den ohnehin schon sehr hohen Leistungsdruck auf Schülerinnen und Schüler verstärkt. Dass nicht alle Schülerinnen und Schüler den Anforderungen eines Gymnasiums gewachsen sind, zeigt allein schon die Zahl der Abschulungen pro Jahr. Und was passiert mit diesen Kindern? Statt ihnen eine ihrem Leistungsniveau angemessene Schulform zu bieten, die ihnen später immer noch alle Perspektiven lässt, werden diese Schülerinnen und Schüler eher schlecht als recht irgendwo an anderen Schulen untergebracht. Was dies für die Lehrenden, aber vor allem für die Kinder und Jugendlichen bedeutet, mag sich jeder selbst ausmalen. Im Übrigen nehmen die IGSen diese Schülerinnen und Schüler eher selten auf. Es wird von dieser Seite argumentiert, sie seien nicht Teil des selektiven Schulsystems und daher auch nicht dazu verpflichtet. Ein, wie wir finden, zumindest diskussionswürdiges Verständnis von integrativ. Wenn man verdeutlichen würde, dass hier eine weitere, grundsolide und handlungsfähige Realschule errichtet werden soll, dann könnten die Eltern diese gezielt für ihre Kinder anwählen und auf einen gymnasialen Versuch, zumindest in dieser frühen Phase, verzichten. Umso wichtiger ist es, dass eine Entscheidung von solcher Tragweite wie die über eine weiterführende Schule nicht im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss getroffen wird. Nicht nur in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger ist das diesmal wieder eine Entscheidung im Hinterzimmer und stellt daher aus unserer Sicht eine Missachtung des Schulausschusses dar. Nicht ohne Grund ist dieser Ausschuss einer des besonderen Rechts, in dem gerade die Fachleute, nämlich Lehrervertreter, Elternvertreter und Schülervertreter, Sitz und Stimme haben. Deren Kompetenz negieren sie durch ihr Vorgehen. Vielleicht ja auch, weil ihnen deren Auffassung aus ideologischen Gründen nicht ins Konzept passt. So hat sich nicht nur die Direktorenvereinigung ja bereits dezidiert gegen ein 18. Gymnasium ausgesprochen. Aber welchem Konzept folgen Sie eigentlich? Man weiß es nicht. Und eigentlich wissen Sie es selbst eben auch nicht. Im Grunde wollen nämlich alle Fraktionen im sogenannten Ampelbündnis in dieser Frage etwas anderes. Die Grünen streben eine reformpädagogische Schule an, am besten noch mit Leuchtturmcharakter. Die SPD will mal wieder eine weitere IGS. Und die FDP folgt, wie so häufig im Ampelbündnis, leidenschaftslos der städtischen Drucksache, ohne eigene Meinung oder Idee. Hauptsache, es ist irgendwie wirtschaftlich. Als fauler Kompromiss wird nun halblaut über ein Gymnasium mit reformpädagogischen Ansätzen nachgedacht, während offiziell der Verwaltungsvorlage zugestimmt wird. Dabei ist noch nicht mal ein möglicher oder gar geeigneter Standort gefunden. Um diese ganzen Unstimmigkeiten zu überdecken und die Bürgerinnen und Bürger nicht merken zu lassen, dass die Ampel einen Wackelkontakt hat, wird nun versucht, die ganze Angelegenheit aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ein ziemlich durchsichtiges Manöver. Und ehe Sie mir jetzt wieder vorhalten, es gehe in der Drucksache ja lediglich um die Planung eines 18. Gymnasiums und für den entsprechenden Beschluss sei nun einmal der Verwaltungsausschuss zuständig, empfehle ich doch die genauere Lektüre. Liest man nämlich weiter bis zur Überschrift, dann ist dort von der Planung zur Errichtung die Rede. Wie diese Formulierung zu bewerten ist, mögen Sie selbst entscheiden und wenn Sie sich selbst nicht sicher sind, fragen Sie doch einfach mal einen Juristen. In jedem Falle wird die hannoversche Vielfalt an unterschiedlichen und in ihrem Dasein absolut berechtigten Schulformen geringer. Ein Artensterben der anderen Sorte.
Genauso wie die Hauptschulen, so ereilt es auch die Förderschulen in Hannover. Auch die letzte verbliebene, die Albrecht-Dürer-Förderschule, muss auf Geheiß der Ampel ihre Schulpforten für immer schließen, ist also auf Dauerrot geschaltet. Gerne schmücken wir uns letzter in Hannover. Satz. Bitte? Letzter Satz. Ja. Gerne schmücken wir uns in Hannover mit Gottfried Wilhelm Leibniz. Aber Einheit in der Vielfalt, Vielheit sieht anders aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, für die SPD spricht Frau Gamori, bitte. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe CDU, gerne machen wir als SPD deutlich, wofür wir stehen und was wir wollen. Sie behaupten in Ihrem Antrag zur Aktuellen Stunde, die Entscheidung zum 18. Gymnasium sei hinter verschlossenen Türen erörtert worden. Dem ist aber mitnichten so, und das wissen Sie auch, liebe CDU. Der Antrag der Verwaltung, ein 18. Gymnasium einzurichten, ist vor den Sommerferien ins Verfahren gegangen. Es wurde ausführlich und öffentlich darüber in mehreren Schul- und Bildungsausschusssitzungen diskutiert, bis er da im Oktober zur Abstimmung gestellt worden ist. Dort hat er ebenso wenig eine Mehrheit erhalten wie irgendeiner der anderen Anträge, wie Sie es eben darstellten, was ich auch bedauerlich finde. Die höchste Zustimmung allerdings hatte doch der Antrag unseres Ampelbündnisses, der bei Stimmengleichheit mit 7-7 knapp abgelehnt wurde. Ich bedauere dies umso mehr, da wir gemeinsam mit unseren Partnern von den Grünen und der FDP mit diesem Gymnasium als ein Schulversuch einen neuen Vorstoß wagen wollen, sodass es aktuellen und künftigen Herausforderungen auch tatsächlich gerecht wird. Zu diesen Herausforderungen gehört in erster Linie die Inklusion, die insbesondere bei Gymnasien noch sehr ausbaufähig ist. Zudem wollen wir all jene Sachen, die Kinder, Eltern und Lehrkräfte sich für den gymnasialen Schulbetrieb wünschen, ebenfalls stärker berücksichtigen. Deshalb sollen sie alle, wie in unserem Antrag gefordert, von Beginn an in die Planung des neuen Gymnasiums mit einbezogen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist kein Geheimnis, dass diese Frage, ob wir ein 18. Gymnasium überhaupt brauchen, auch in unseren Reihen sehr umstritten war. Damit meine ich auch innerhalb der SPD. Letztlich haben wir uns als SPD-Fraktion für den Neubau eines weiteren Gymnasiums entschieden, weil wir dem Elternwillen nicht im Wege stehen wollen. Und der Elternwille tendiert seit ein paar Jahren deutlich in Richtung Gymnasium. Und deshalb wird man Ihre Frage, braucht Hannover ein 18. Gymnasium, derzeit wohl mit Ja beantworten müssen. Es sei denn, Sie mögen dies nicht respektieren, liebe CDU. Allerdings sind wir als SPD der Meinung, dass der Elternwille auch auf das vorhandene Angebot reagiert. Und deshalb haben wir uns dreierlei vorgenommen. Erstens, wir wollen Schulen mit besonderen Herausforderungen stärken. Deshalb haben wir der Verwaltung den Auftrag gegeben, zusammen mit dem Land ein Konzept für Schulen mit besonderen Herausforderungen zu erarbeiten. Und auf dieser Grundlage ist das niedersächsische Programm Schule Plus ins Leben gerufen worden. Wir als Landeshauptstadt haben den ersten Meilenstein dafür gelegt. Die Idee ist hier geboren worden. Die Mittel zur Umsetzung des städtischen Konzepts, nämlich 750.000 Euro für die Haushaltsjahre 2019-2020, diese Mittel haben Sie, liebe CDU, wiederum im Schul- und Bildungsausschuss abgelehnt. Zweitens, wir als SPD bekennen uns dazu, dass wir die integrierten Gesamtschulen stärken wollen, ohne das Existenzrecht der Gymnasien zu beschneiden. Die IGS ist die Schulform, die am ehesten unserem Leitbild eine Schule für alle nahe kommt und stark integrativ sowie inklusiv arbeitet. Deshalb setzen wir uns dafür ein, an den bestehenden Standorten von IGSen ein Oberstufenangebot und nach Möglichkeit auch einen Primarbereich einzurichten. Drittens, ob wir darüber hinaus weitere IGSen brauchen, das sollen die Eltern entscheiden. Deshalb werden wir in Kürze einen Antrag vorlegen, eine Elternbefragung durchzuführen. Auch hieran sehen Sie, dass wir uns zum Elternwillen bei der Wahl einer weiterführenden Schule bekennen. Grundsätzlich aber finden wir, dass sich die Schulentwicklungsplanung der Verwaltung in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Wir haben diesen guten Weg nach Möglichkeit unterstützt.
Wir haben dafür gesorgt, dass die Schullandschaft in unserer Stadt so gestaltet worden ist, dass sie für aktuelle und kommende Herausforderungen gewappnet ist. Wir haben dafür gesorgt, dass ein jährlicher Bericht zur Schulentwicklungsplanung erstellt und vorgestellt wird, der offen und transparent für alle zugänglich ist. Wir haben dafür gesorgt, dass die Landeshauptstadt Aufgaben wahrnimmt, die über die genuinen Aufgaben eines Schulträgers hinausgehen, nämlich beim Mittagessen, beim Ganztag oder eben bei der Bewältigung besonderer Herausforderungen. Außerdem hat die Verwaltung im Rahmen des Investitionsprogramms 500+ erhebliche Mittel in Millionenhöhe für Schulsanierungen, Neubau, Erweiterungen mit konkreten Maßnahmen bereitgestellt. All diese Programme, und damit komme ich zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, all diese Programme haben wir im Schul- und Bildungsausschuss intensiv und vor allem öffentlich diskutiert. Das gilt auch für die Frage des 18. Gymnasiums, die wir im Schul- und Bildungsausschuss ebenfalls vor einer breiten Öffentlichkeit debattiert haben, auch wenn letztlich die Entscheidung im Verwaltungsausschuss fallen musste. Letzter Satz. Kann gleichwohl keine Rede davon sein, dass diese Frage hinter verschlossenen Türen erörtert worden sei, denn die Entscheidung trifft am Ende die gewählte politische Mehrheit. Vielen Dank. So, für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Markowitz. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, Herr Oberbürgermeister, oh Gott, meine Stimme, brauchen wir ein neues Gymnasium? Die Verwaltung meinte ja und hat daraufhin, wie wir alle wissen, ja eine entsprechende Drucksache ins Verfahren gegeben. Begründet mit der Tatsache der steigenden Anmeldezahlen an Gymnasien und dem Rechtsanspruch von Eltern auf einen Platz in dieser Schulform. Der sich anschließende Prozess der politischen Willensbildung, der lässt sich ehrlich gesagt als einzigartig bezeichnen. Der Schulausschuss hat sich in 4, ich wiederhole, 4 öffentlichen Sitzungen mit der Drucksache befasst. Und dann haben wir im VA vor 4 Wochen nun einen endgültigen Beschluss zu der Drucksache gefasst. Trotzdem haben Sie nun eine Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragt und wir sprechen heute natürlich gerne auch nochmal über die aktuelle Schulplanung in Hannover. Laut unserem rot-grün-gelben Antrag, ebenfalls im VA beschlossen, soll dieses Gymnasium modellhaft die Aufnahme von SchülerInnen mit einer Lernbehinderung durchführen. Das passiert bisher an Gymnasien noch nicht wirklich und sorgt für eine sehr ungleiche Verteilung der Inklusion. Wenn durch diese neue Schule die Tür für SchülerInnen mit einer Lernbehinderung auch an Gymnasien geöffnet würde, wäre das ein Schritt in die Richtung der Aussage, alle Schulen in Hannover arbeiten inklusiv. Und das ist für uns ein wichtiger Grund, der Bildung eines 18. Gymnasiums zuzustimmen. Liebe CDU, Sie hatten beantragt, statt eines Gymnasiums eine weitere Realschule für Hannover zu beschließen. Ich mutmaße, damit die Gymnasien weiterhin Kinder in großem Umfang abschulen können. Und das finden wir nun den völlig falschen Weg. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass der Weg, den Rot-Grün mal vor längerer Zeit in Hannover eingeschlagen hat, nämlich IGS einzurichten und weiter auszubauen, weiter der richtige ist. Der Schlüssel zum Glück in Bezug auf weiterführende Schulen ist ein System, das möglichst durchlässig ist und so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich gerecht wird. Ausschlaggebend für die Frage, welche Schulen wir brauchen, sind allerdings nicht allein die Anmeldezahlen, sondern ist eben auch der Wunsch der Eltern für einen Platz ihres Kindes an einer weiterführenden Schule. Von daher haben wir mit unseren Partnerinnen die Durchführung einer Befragung aller Eltern von Grundschulkindern beschlossen, da wir dann die realen Zahlen der Elternwünsche erhalten werden und so zu einer Schulentwicklungsplanung kommen können, die auf noch breiteren Füßen steht. Ähnlich wurde das übrigens schon 2-mal durchgeführt in Hannover. Wir hatten 2008 und 2011 schon Befragungen von Eltern. Ich kann hierzu die Infodrucksache 133 aus 2012 empfehlen, in der die Ergebnisse dargestellt werden. 55% der Eltern gaben damals an, ihr Kind an einer IGS anmelden zu wollen. Da war klar, dass weitere IGS-Plätze notwendig sein würden, um diesen Bedarf abdecken zu können. Wir wollen, dass die Befragung dieses Mal noch ein bisschen ausführlicher stattfindet, damit auch ablesbar ist, warum diese Eltern eine bestimmte Schulform für ihr Kind anstreben. Ich wüsste allerdings nicht, warum sich die Prozentzahlen in der Zwischenzeit stark geändert haben sollten und gehe deshalb fest davon aus, dass wir dann im Anschluss weitere Kapazitäten auch an IGS in Hannover einrichten werden. Vielen Dank. So, für die AfD spricht Herr Hauptstadt. Ja, vielen Dank. Ausgangsfrage: Braucht Hannover ein 18. Gymnasium?
Die Antwort ist eigentlich recht einfach. Ja, natürlich braucht Hannover ein 18. Gymnasium. Das kann eigentlich jeder sehen, der sich mal in den Schulentwicklungsplan hineinguckt. Die Schülerzahlen an den Gymnasien sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und die werden auch in der Tendenz weiter stetig steigen und steigen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, liebe Kollegen von der CDU, an sich ist der Ansatz natürlich lobenswert, dass man sagt, wir möchten wieder das dreigliedrige Schulsystem stärken, wir möchten auch das Image von Real- und Hauptschulen wieder verbessern, aber es geht leider an der Lebenswirklichkeit vorbei. Nur weil man jetzt eine Realschule irgendwo hinbaut, wird das nicht dazu führen, dass die Eltern sich dann letztendlich wirklich entscheiden, ihre Kinder dorthin zu schicken, sondern die werden munter weitermachen, nämlich ihre Kinder auf das viel beliebtere und mit einem besseren Image behaftete Gymnasium zu entsenden. Insofern kann ich natürlich auch Ihren Vortrag zur EGS nicht gutheißen, bin auch ganz froh, dass es sich jetzt so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, denn ich meine, wir sehen, unser Bildungsniveau sinkt ohnehin stetig und befindet sich stark im Sinkflug, da muss man jetzt nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen, indem man dann eine weitere EGS zugunsten eines Gymnasiums aufmacht. Fakt ist wirklich an dieser Stelle, finde ich, auch mit der Drucksache, die die Verwaltung ursprünglich vorgelegt hat, hat sie wirklich einen guten Job gemacht, schön und einfach. Ein 18. Gymnasium sollte geplant werden. Man hätte es eigentlich einfach nur so laufen lassen müssen und dann hätte man möglichst schnell halt dieses notwendige 18. Gymnasium auch bekommen, da bin ich mir sicher. Leider ist das ja immer mit den Mehrheitsfraktionen so eine Sache, wenn etwas schnell und einfach ist, dann muss man sich irgendwie noch politisch profilieren und macht dann alles komplizierter, als es eigentlich ist. So sind Sie jetzt auf die Idee gekommen, die Verwaltung also zu zwingen, mit dem Land Gespräche aufzunehmen für einen inklusiven Schulversuch im Rahmen dieser Planung. Das heißt, Sie haben jetzt eigentlich das Meisterstück hinbekommen, aus einer Verbesserung der Schullandschaft und einer Verbesserung auch der Bildungslandschaft, des Leistungsniveaus mit einem Gymnasium, jetzt eigentlich den nächsten Anschlag wieder auf unser Bildungssystem zu generieren. Sie wollen jetzt also weiter Ihre Radikalinklusion verfolgen, wo dann am Ende nach Ihren Träumen die Abschaffung aller Förderschulen stehen soll. Und Sie setzen sich überhaupt nicht damit auseinander, dass nicht nur Lehrer und Mitschüler im Übrigen überfordert sind mit dieser Radikalinklusion, sondern auch teilweise die betroffenen Inklusionskinder selber, die nämlich natürlich erleben, wenn in ihrem Umfeld dann die Leistungsdichte sehr viel höher ist als ihre eigene. Insofern kann ich nur hoffen oder können wir nur hoffen von der AfD, dass sich die Landesregierung vielleicht nicht auf ihren Schulversuch einlässt, dass einfach die Verwaltung in Ruhe arbeiten können und dass wir dann möglichst schnell ein ganz normales, ein klassisches Gymnasium kommen, welches dann Hannover so dringend braucht. Damit ist, glaube ich, den Interessen der Bürger Hannovers am besten gedient. Vielen Dank. Die Gruppe Linke und Piraten. Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es wird Sie nicht wundern, wenn ich hier und heute kein Plädoyer für das 18. Gymnasium halte. Sie von der CDU fragen, braucht Hannover ein 18. Gymnasium? Eindeutig nein. So sind ja selbst die Schulleiter der Gymnasien dieser Meinung und ergänzen, dass die bestehenden 17 Gymnasien nicht ausgelastet seien. Eine bessere Aufteilung der Schülerinnen sollte daher vorgenommen werden. Aber auch aus grundsätzlichen Erwägungen sprechen wir uns gegen das 18. Gymnasium aus. Bildet doch das Gymnasium eine wesentliche Säule des dreigliedrigen Schulsystems. Dieses ist mittlerweile so antiquiert, dass laut OECD für PISA zuständig und wahrlich keine sozialistische Vereinigung das deutsche Schulsystem dem einer Ständegesellschaft aus dem 19. Jahrhundert gleichsetzt. Ein vernichtendes Urteil. Kognitives Lernen, Frontalunterricht, Versagensangst. Nicht selten nehmen Kinder schon mit 12 Jahren Psychopharmaka, um den Leistungsdruck standzuhalten. Der Alltag wird geprägt durch die gaußsche Normalverteilung, Konkurrenz und Notendruck. Alle, die von zu Hause nicht die nötige Unterstützung bekommen, sind per se benachteiligt, da sie in der Schule nicht mit der erforderlichen Förderung rechnen können. Ich möchte hier nochmals die bereits erwähnte OECD-Studie zitieren. In keinem anderen OECD-Land ist die soziale Herkunft
für den späteren Schulabschluss so entscheidend wie bei uns. Wenn jetzt bei der Begründung der Befürworter der Elternwille ins Feld geführt wird, dann ist das meines Erachtens keine Absage an solidarisches gemeinsames Lernen, sondern vielmehr der erklärte Wille, koste es, was es wolle, mein Kind soll mit dem vermeintlich besten Schulabschluss ins Leben starten. Dieser Elternwille wird aber auch dadurch erzeugt, dass hier in Hannover baulich die EGSen verrottet lassen, man die EGSen verrotten lässt und beim Gymnasium ab und zu mal einen Neubau macht, wie jetzt auch das 18. Gymnasium. Ja, also ich höre von hinten, von der SPD, dass die jetzt auch nicht mehr für eine moderne Schulpolitik sind. Das habe ich mir ja bei dem 18. Beschluss für das 18. Gymnasium schon gedacht. Ich bin eigentlich dran. Ja, dann hört er auf. Das geht alles gut. Wer kann denn da den Eltern einen Vorwurf machen? Wollen sie doch nur das Beste für ihre Kinder? Zumal die einzige Alternative, die Gesamtschule, sich in einem jämmerlichen Zustand befindet und vernachlässigt wird. Da werden Förderkurse gestrichen, stattdessen wird Hochbegabtenförderung betrieben, um dadurch extra Zuschüsse zu ergattern. Jetzt wartet man eigentlich nur noch auf das Argument, Akademikerkinder sind einfach intelligenter und begabter als Arbeiterkinder und das schon von Geburt an. Nicht zuletzt das Anwachsen der Nachhilfeindustrie zu einer Milliardenbranche zeigt, wie ungenügend das herrschende Schulsystem seinen Aufgaben gerecht wird. Stattdessen solidarisches gemeinsames Lernen möglichst lange in einer optional ausgestatteten Schule. Mit Mut zum Widerspruch. Wir unterstützen auch die Initiative für eine sogenannte Laborschule. Neues beim Lernen ausprobieren. Schließlich liefert uns doch die schon seit Jahren bestehende Laborschule in Bielefeld bereits wichtige Erkenntnisse für Methodik und Didaktik in der Schule. Wenn jetzt eine deutsche Lehrerin, eine finnische Lehrerin fragt, eine Minute noch. Ja, nach ihrer durchschnittlichen Klassenstärke, dann wird sie diese Frage nicht verstehen. In Finnland gibt es keine Klassen, kein Sitzenbleiben. Einzelne Schüler werden modulweise unterrichtet, wenn es notwendig ist. Jeder hat ja so seine Stärken und Schwächen. Bei Schwächen gibt es so lange Förderung, bis es sitzt, wäre ihre Antwort. Ich glaube, allein dieser Dialog zeigt die Schwächen unseres Bildungssystems aus. Alle Kinder mit ihren Stärken und Schwächen auf eine spannende Bildungsreise mitnehmen. Das ist eigentlich das, was gefordert ist. Ob eine Einheitsschule oder Laborschule ist da eher zweitrangig. Wichtig ist aber, dass wir endlich den Mut haben, statt ein 18. Gymnasium zu bauen, endlich einen Neubau für die IS Linden machen, damit dort wirklich unter vernünftigen Bedingungen unterrichtet werden kann. Weil ein gutes Konzept reicht nicht, wenn die baulichen Voraussetzungen nicht geschaffen sind. Das ist der bessere Weg, als ein 18. Gymnasium zu bauen. So, vielen Dank. Und es redet jetzt die FDP-Fraktion. Herr Bingemann. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Ja, wir haben in vier langen Sitzungen im Schulausschuss sehr emotional über dieses Thema diskutiert, 18. Gymnasium. Und bereits in der ersten Sitzung habe ich gesagt, dass wir von Seiten der Liberalen für ein 18. Gymnasium stehen. Wie mein früherer Professor zu sagen pflegte, ein Blick in das Gesetz fördert die Sachkenntnis, Herr Machentanz. Und da würde ich Ihnen mal Paragraph 4 des niedersächsischen Schulgesetzes empfehlen, wo drin steht, welche Schulform die Schülerinnen und Schüler besuchen, entscheiden die Erziehungsberechtigten. Das heißt, in diesem Fall haben in Hannover 53% der Eltern entschieden, dass ihr Kind eine weiterführende Schule in Form eines Gymnasiums besuchen soll. Das ist Elternwille, Herr Machentanz. Ja? Und diesem Gesetz hat sich die Stadt Hannover
in § 101 der niedersächsischen Schulordnung zu stellen, in dem gesagt wird, dass der Schulträger das notwendige Schulangebot und erforderliche Schulanlagen für diese Schüler vorzuhalten hat. Das heißt, wir haben hier optional überhaupt gar keine Wahlmöglichkeit, sondern wir müssen den Eltern Wille, wie die Eltern sich entscheiden, vorgeben. Und deshalb sind Herr Engelke, Herr Döring und ich auch in die Freien Demokraten gegangen, ja, weil es ein freier Wille ist, den wir akzeptieren und den wir auch demokratisch umsetzen wollen. Und viele Standorte hier, die werden über die Kapazitätsgrenze hinaus belastet. Schulorte in Recklingen, Buchholz, Kleefeld, Miesburg-Anderten sind weitgehend im Jahre 2022, werden die nicht mehr das Schülervolumen aufnehmen können, laut Prognose unserer Schulverwaltung. An weiterführenden Schulen explodieren die Schülerzahlen. 2021 wird die Schülerzahl von 4.500 in den Klassen 5 bis 10 überschritten werden. Ein Fehlbedarf in den Klassen 3 bis 10 wird sich in 3 und bis 7-zügigen Schulformen deutlich überschritten werden. Deshalb brauchen wir das 18. Gymnasium. Wir wollen keinen Elternwillen umdeuten, den ideologisch benutzen für andere Schulformen, sondern wir wollen diesen Elternwillen erfüllen. Wir stellen uns vor, dass wir ein inklusives Gymnasium wählen werden, in dem selbstständiges Lernen und wissenschaftlich-pädagogisches Arbeiten gestärkt wird. Schüler mit nachgewiesenen gesundheitlichen Schwierigkeiten werden in ein genehmigtes Förderkonzept aufgenommen. Herr Hauptstein, das ist nicht so einfach, Inklusion. Das heißt, Sie müssen ein Förderkonzept erstmal erstellen, dann müssen Sie sich das genehmigen lassen und dann können Sie erst eine Inklusion durchführen. Und das können Sie für körperbehinderte Kinder, das können Sie für geistig behinderte Kinder, das können Sie für Blinde, das können Sie für Kinder, die autistisch sind. Nur das muss erstmal durch die Landesbehörden gefördert werden und Ihre globale Ablehnung gegen eine Inklusion glaube ich, hier an dieser Stelle nicht gerechtfertigt. Wir als Freie Demokraten stellen uns vor, dass im Hinblick auf die Altersstruktur unserer Bevölkerung ein Gymnasium entstehen könnte mit dem Profil für Pflegekräfte. Pflegekräfte werden zukünftig gesucht und wir sind der Meinung, dass wir hier im Hinblick auf unsere Überalterung der Gesellschaft dieses Profil an einem Gymnasium fördern sollten. So, die Fraktion, die Hannoveraner. Herr Vogt. Herr Oberbürgermeister, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren, betrachtet man allein den Anstieg der Bevölkerungs- und der Schülerzahlen sowie das immer noch wachsende Interesse des Elternwillens an dem Bildungszertifikat Abitur, dann ist ein 18. Gymnasium natürlich notwendig. Das niedersächsische Schulgesetz verpflichtet ja die kommunalen Schulträger nach Maßgabe des Bedürfnisses, ein ausreichendes Schulangebot vorzuhalten. Wenn die Prognosen stimmen, ist bei dem immer noch wachsenden Trend zur Anwahl des Gymnasiums als Schulart ein Anstieg der gymnasialen Schülerzahlen von 2018-19 bis 2023-24 um gut 1.100 Jugendliche in den Klassen 5 bis 10 zu erwarten. Ein solcher Schülerzuwachs muss natürlich irgendwo untergebracht werden. Dafür eignet sich weder die Erhöhung der durchschnittlichen Klassenfrequenz noch die dauerhafte Unterbringung in Schulcontainern. Auch bauliche Erweiterungen an den
an den schon vorhandenen Gymnasien sind nach Auskunft der Verwaltung im benötigten Umfang nicht mehr möglich. Das erfordert wegen des zukünftigen Bedarfs von 78 statt jetzt 72 gymnasialen Zügen bei einer Klassenfrequenz von 30 Schülern fast zwingend ein neues Gymnasium. Insofern handelt die Verwaltung konsequent und verantwortungsvoll, indem sie die Planung für ein neues Gymnasium jetzt beginnt. Dabei dürften die Fragen nach dem künftigen Standort der Schule und den Investitionskosten sowie den laufenden Unterhaltungskosten hochinteressant werden. Bisher gibt es dazu seitens der Verwaltung keine Angaben. Man sollte eigentlich erwarten, dass das neue Gymnasium dort errichtet wird, wo der größte Bevölkerungszuwachs stattfindet. Das dürften wohl die Stadtteile Großberg und Bemerode sein. Dort träfe es aber auf das Besitzstandsdenken derer, die sich für die IGS Brunsberg stark machen. Sie fürchten, dass deren Oberstufenzweig leerlaufen könnte. Die Baukosten für das neue Gymnasium dürften immens sein, also im zweistelligen Millionenbereich liegen. Da diese Investition im Wesentlichen eine mittelbare Folge der Migration wäre, lässt sich an ihr beispielhaft ablesen, was die Migration nach Deutschland neben den offiziell zugegebenen Kosten sonst noch alles für Belastungen für die Gemeinden und damit für die Steuerzahler mit sich bringt. Neben dem politischen gibt es aber auch noch den volkswirtschaftlichen und den gesellschaftlichen Aspekt, der bei der Beantwortung der Frage nach der Opportunität eines 18. Gymnasiums beachtet werden muss. Vor 40 Jahren ging nur jeder fünfte Schüler aufs Gymnasium, also 20%. Heute sind es bereits etwa 55%. Nach Auskunft von Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft hat sich der allgemeine Bildungsstand der Bevölkerung in Deutschland dadurch jedoch nicht erhöht, sondern er ist im Gegensatz sogar gesunken. Viele Abiturienten beherrschen kaum die einfachsten Kulturtechniken, wenn man mal vom Smartphone absieht. Die Zahl der Studienabbrecher ist viel zu hoch, gemessen an den Bildungsinvestitionen des Staates pro Schüler. Und nicht nur den Handwerksbetrieben bereitet der Trend zur langjährigen, oft überflüssigen gymnasialen Verschulung der Mehrzahl der Jugendlichen große Sorgen. Sie bangen um ihren Nachwuchs. Die Erfahrung lehrt, dass jemand, der einige Semester erfolglos auf einer Hochschule verbracht hat, für einen soliden Lehrberuf oftmals verloren ist. Was nützt es letztlich der Gesellschaft insgesamt, wenn die Jugend über Gott und die Welt diskutieren kann, während zunehmend Menschen fehlen, die eine Heizung reparieren, ein Dach decken oder ein Brot backen können? Leider hat die jahrelange unterschwellige Propaganda, wonach der Mensch erst beim Abitur beginnt, viele Eltern bewegt, ihr Kind auch bei schlechten Vornoten erst einmal im Gymnasium anzumelden, statt es zu ermutigen, eine duale Ausbildung zu absolvieren. Es ist höchste Zeit, auch die berufliche Lehre als Bildungsweg aufzuwerten. Ich danke Ihnen. Herr Braune. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister. Eigentlich verstehe ich auch nicht den Antrag der CDU, in diese Debatte jetzt noch einzusteigen. Das Kind ist ja schon im Brunnen gefallen. So, wir bauen jetzt ja schon ein Gymnasium oder zumindest ist im Verwaltungsausschuss das Votum so gewesen, hinter verschlossenen Türen, wie richtig festgestellt worden ist. Da möchte ich noch mal daran erinnern, dass wir zwar im Schulausschuss darüber gesprochen haben, auch viermal, und wir hätten auch noch ein fünftes Mal darüber sprechen müssen, weil die Fachleute sitzen ja in diesem Fachausschuss. Da sitzen Lehrer, Schüler, Eltern und Ratsabgeordnete. Und die zusammen sollten eigentlich fähig sein, eine Mehrheit zu finden, den allen gerecht wird oder der Mehrheit gerecht wird.
So, ein Gymnasium brauchen wir nur in Klasse 5 und 6. Das haben auch die Gymnasialdirektoren festgestellt. Wir brauchen kein Gymnasium ab Klasse 7. Da dünnt sich die Schülerzahl aus. Wir brauchen also nur ein Gymnasium für Klasse 5 und 6. Das macht keinen Sinn, das zu bauen. Von daher kann ich die Grünen immer noch nicht verstehen, warum sie sich nicht mit einer IGS durchgesetzt haben. Also IGS, für die würde ich hier auch voten in dem Zusammenhang, ist das einzige Zukunftsmodell, was wir hier in Hannover bauen sollten, zumindest in diesem Zeitpunkt. Da kann man Abitur machen, da kann man Fachabschlüsse machen und da wird jedes Kind maximal gefördert. Dass es nicht dazu gekommen ist, das will ich mal zu der Zusammensetzung von der SPD hier zu Schulden kommen lassen. Ich sehe nicht einen einzigen Lehrer hier bei der SPD. Das ist ein großer Mangel. Also Sie sitzen nicht im Schulausschuss. Frau Gomuri ist Lehrerin? Sie sind fertige Lehrerin mit Referendariat? Sie haben Referendariat schon abgeschlossen? Aha, okay. Also Sie haben noch kein abgeschlossenes Studium, in dem Sinne, dass Sie verbeamtet werden könnten. So, also alle meine Lehrer, die ich hatte in meinem Unterricht als Schüler, die waren entweder in der SPD oder in der KPD. In der KPD. Ich hatte Lehrer, die waren noch in der KPD, Udo Paulus. Und bei den Grünen. Ne, das sind die Lehrer, die ich hatte. Ich war auf einer IGS, in der IGS, die RBG in Hildesheim. Wunderbare Schule. Hat einen Schulpreis gekriegt unter Wilfried Kretschmar. Deswegen kann ich die SPD nicht verstehen, wie sie hier auf so einen Trip kommt und ein neues Gymnasium noch baut. Ja, also das ist völlig an der Zukunft vorbei geplant. Vielen Dank. So, ja, besten Dank. Wir sind jetzt am Ende auch der zweiten Aktuellen Stunde und wir kommen jetzt mit Riesenschritten zur dritten Aktuellen Stunde. Die 68er Bewegung über die positiven Nachwirkungen der politisch-kulturellen Revolte vor 50 Jahren auf das Hannover von heute. Beantragt von der Gruppe Linke und Piraten, Drucksache 2803 aus 2018. Herr Wolf. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Auch unter anderem bezogen auf den Anlass, dass sich vor ein paar Tagen Daniel Cohn-Bendit ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hat, nehmen wir das zum Anlass, mal die andere Seite zu beleuchten. Was hat das eigentlich für Folgen gehabt, diese 68er-Bewegung? Ich war gerade mal 4, abgesehen davon. Eben. Aber ich lebe jetzt und hier in Hannover. Und gut, alle reden vom Wetter, wir nicht. Diesen Slogan kennen vermutlich viele von Ihnen. An wen denken Sie bei dem Satz? An die Bahn? Der Spruch der wohl erfolgreichsten Werbekampagne des ehemaligen Staatsunternehmens wurde vielfach kopiert. Am nachhaltigsten 1968 vom SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, der die Köpfe von Marx, Engels und Lenin auf ein knallrotes Plakat brachte. Dieses Plakat fand in der gesamten Bundesrepublik und übrigens auch in Österreich und ein paar Jahre später eine sehr große Verbreitung. Hing auch in Hannover hier in jeder besseren Studenten-WG auf dem Klo. Der SDS finanzierte mit den Massenauflagen unter anderem die rechtliche Vertretung in Prozessen um Landfriedensbruch nach Protestaktionen gegen die Notstandsgesetze. Jetzt müsste ich eigentlich aus aktuellem Anlass auf das von der SPD und CDU gemeinsam geplante niedersächsische Polizei- und Ordnungsgesetz eingehen, aber das lassen wir jetzt, das kommt ein anderes Mal. Am 29. November 1968, also heute vor 50 Jahren, wurde eine deutsche Frau nach damaligem deutschem Recht volljährig, die sich in jenen Jahren auch voll politisierte und dann mit ihrem Einsatz für Frieden und Menschenrechte zu den Vorkämpferinnen der weltweiten Friedensbewegung zählte. Weiß jemand im Saal, wen ich meine? Sie war mal Mitglied der SPD oder bei den Grünen weiß es auch keiner. Ich rede von Petra Karin Lehmann, so ihr durch und durch deutscher Name bei ihrer Geburt 1947. Sie ist später mit ihren Eltern in die USA gezogen, hat einen Amerikaner geheiratet und hat sich fortan Petra Kelly genannt.
Petra Kelle studierte von 66 bis 70 Politologie und Weltpolitik in Washington, war dort hochschulpolitisch aktiv und das waren auch die Jahre, in denen der Protest gegen den Vietnamkrieg in der Bundesrepublik, auch in Hannover, ihren Höhepunkt erreichten. Demonstriert wurde damals auch vor dem Amerika-Haus, das ist die 68er-Bewegung, die damals die US-amerikanische Vietnampolitik ins Visier genommen hat. Es sollte dann noch Jahre dauern, bis das Amerika-Haus in Hannover 1995 nach Besetzungen, politischen Querelen und Etatkürzungen geschlossen wurde. Was bleibt davon? Ein wesentlicher Dokumentenbestand befindet sich seit 2005 im Hannoverschen Stadtarchiv. Aber an dem Ort, wo einst US-amerikanische Kulturpolitik betrieben wurde, erfreuen wir uns heute am Programm des Schauspielhauses Hannover in einem recht neuen, architektonisch anspruchsvollen Gebäude. Das Schauspiel ist international ausgerichtet, sowohl was das Ensemble als auch die Stücke anbelangt. Und es ist politisch. Aktuell läuft zum Beispiel eine Remarque-Trilogie, das ist der Autor unter anderem von Im Westen nichts Neues. Es geht um Folgen von Kriegen. Das Schauspiel kooperiert auch mit Geflüchteten, bindet sie in das Programm ein. Nicht nur Alt-68er, sondern auch Nachgeborene wie wir engagieren sich hier, weil Weltoffenheit für junge Menschen, zumindest für die meisten, gelebte Selbstverständlichkeit ist hier in Hannover. Ich komme zurück auf Petra Kelle. 1979 erklärte sie in einem offenen Brief an Helmut Schmidt ihren Austritt aus der SPD. Helmut Schmidt war übrigens auch mal Mitglied im SDS. Kelle schrieb den Brief aber an Schmidt, dem Bundeskanzler, der zugleich stellvertretender SPD-Vorsitzender war. Sie kündigte eine neue Form der politischen Vertretung an, wo, ich zitiere, nicht nur der Lebensschutz und der Frieden endlich Priorität erhalten werden, wo aber auch der Grundsatz von der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen praktiziert werden sollte. 1980 dann war Kelle ein Gründungsmitglied der Partei Die Grünen. Das hat auch viel mit Hannover und der Ratspolitik der vergangenen Jahrzehnte zu tun. Seit 81 prägen die Grünen die Politik der Landeshauptstadt Hannover bis zum heutigen Tag ja mit. Es gibt bei den Grünen eine Frauenquote, nun sogar wie bei der SPD eine Fraktionsvorsitzende. Späte Folgen der Emanzipationspolitik, die sich gegen Machos der 68er-Bewegung richtete. Ein wesentliches Anliegen der 68er war die Aufarbeitung des Faschismus, die Auflehnung gegen das Schweigen der Kriegsgeneration und damit der Täter. Der Kampf gegen die Durchdringung des Staatsapparates mit ehemaligen Nazis. Kinder haben ihre Eltern gefragt, was habt ihr denn damals gemacht? Und das hat eine ganze Rebellion in Gang gesetzt. Dazu kamen Errungenschaften wie die Gründung von alternativen Lebensformen mit der Kommune 1, die später in WGs in ganz Deutschland bis heute Auswirkungen gehabt hat. Es gibt heute WGs in jeder Art, wie Sie alle wissen, von alten über behinderten WGs bis hin zu kranken WGs. Alles das sind Errungenschaften, die wir von der 68er-Bewegung heute haben tatsächlich. Abschließend vielleicht noch kurze Anmerkungen. Ich habe vieles nicht erwähnt, beispielsweise das kommunale Kino, Jugendzentren, Kornstraße und so weiter. Nichts davon wäre möglich gewesen ohne die 68er-Bewegung. 50 Jahre später schaffen wir nun endlich auch Raum für queere Jugendliche in einem queeren Jugendzentrum. Und das ist der vorläufige Höhepunkt. Ich danke Ihnen. Für die SPD spricht Herr Kelich. Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, wenn Sie da schon angefangen haben, Herr Wolf, 1968 war ich minus 16. Das heißt also, Sie werden es mir nachsehen, dass ich da die Gnade der späten Geburt walten lasse. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich ein historisch bewusster Mensch. Und da sage ich Ihnen, mehr Demokratie wagen. Unter diesem Motto stand die Regierungserklärung Willy Brandts, die er als erster sozialdemokratischer Bundeskanzler im Oktober 1969 abgab. Mehr Demokratie wagen, das war zweifellos eine Antwort Brandts und der deutschen Sozialdemokratie auf die Bewegung, die gemeinhin als 68er bezeichnet wird, sowie die Wahl Brandts ihrerseits zweifelsohne als Folge des Demokratisierungsprozesses um das Jahr 1968 herum zu betrachten ist. Willy Brandt selbst stand für die Öffnung der Gesellschaft der damaligen Bundesrepublik. Er stand für mehr Arbeitnehmerrechte. Er stand für den Dialog mit dem Osten in Gestalt der neuen Ostpolitik. Er stand für den Nord-Süd-Dialog und für seine Verdienste hinsichtlich der Gesprächsbereitschaft mit dem Ostblock, wie auch für sein Insistieren auf den Dialog zwischen den hochindustrialisierten Gesellschaften des Nordens und den postkolonialen Gesellschaften des Südens erhielt Brandt zu Recht 1971 den Friedensnobelpreis, meine Damen und Herren. Willy Brandt,
Willy Brandt war damals ebenso Impulsgeber, wie er auch gesellschaftliche Impulse aufnahm. Er war seinen Zeitgenossen ein Vorbild, wie er auch Nachgeborenen wie mir heute ein Vorbild sein kann. Mehr Demokratie wagen, das war und ist ein Bekenntnis zu einer freiheitlichen, friedlichen Gesellschaft. Das ist ein Bekenntnis für den Rechtsstaat und zu den Lehren aus der nationalsozialistischen Diktatur. Mehr Demokratie wagen, das ist, wie Brandts Leben selbst, ein Bekenntnis zum Kampf gegen Intoleranz und Faschismus. Diesen Kampf kämpfte Brandt gemeinsam mit seiner Partei, der SPD, und er kämpfte ihn gemeinsam mit großen Teilen der bundesdeutschen Gesellschaft, auch mit großen Teilen der 68er-Bewegung, auch wenn einzelne 68er, das soll man hier vielleicht auch mal kritisch anmerken, nicht frei von Intoleranz waren. Insgesamt jedoch zeigt die Offenheit, die Vielfalt und die Lebendigkeit unserer Gesellschaft, dass sich dieser Kampf gelohnt hat und dass sich der Kampf gegen Intoleranz und Faschismus immer noch lohnt. Denn genauso ist unser Hannover, meine Damen und Herren, offen, vielfältig und lebendig. Darauf sind wir als SPD, die hier seit über 70 Jahren Verantwortung trägt, sehr stolz. Vielen Dank. So, die CDU, Frau Jeschke. Also wäre ich jetzt ein 68er, würde ich sagen, was soll der Scheiß? Was macht ihr eigentlich hier? Ich würde mir jetzt einen Pullover ausziehen, kann ja noch mehr. Ja? Und ich würde sagen, ey, was ist das hier? Aktuelle Stunde? Aus welchem Grund? Okay, also 50 Jahre, ihr wollt ein Jubiläum feiern. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vieles ist in den letzten Wochen und Monaten zu der Bewegung von 1968 gesagt und geschrieben worden. Eigentlich erschöpfend und eigentlich auch in dem Kontext, in den es gehört, nämlich den bundesrepublikanischen, nicht den kommunalpolitischen. Zwar war eine der Keimzellen der vor allem studentischen Bewegung die außerparlamentarische Opposition, aber eben gegen die erste GroKo, die Große Koalition im Bundestag, nicht gegen eine im Rat der Landeshauptstadt Hannover. Was sind also neben den sattsam bekannten Folgen der 68er-Bewegung die spezifischen für uns hier in Hannover? Gibt es diese überhaupt? Nun, die Bildungslandschaft in Hannover wurde erweitert. So wurde 1972 unter anderem von Oskar Negt die Glocksow-Schule als alternativpädagogische Gesamtschule in der Landeshauptstadt eröffnet. Das kulinarische Angebot wurde mit dem Café Safran ebenfalls erweitert. Einstmals beliebter Treff der Szene, ist es bis heute eine Institution in Uninähe. Überhaupt weht der Geist jener Zeit auch heute noch durch manche Lindner-Kneipe oder Nordstadt-Kneipe. Etwas bürgerlicher geht es inzwischen in der List und in der Oststadt zu. Hier sind die Hausbesetzer von einst inzwischen arrivierte Akademiker. Sie bewohnen die ehedem verpönten und daher besetzten Altbauwohnungen der Bourgeoisie, heute selbst, zu horrenden Mietpreisen, saniert, mit Echtholzparketts versteht sich, und haben so ihren Teil zur Gentrifizierung dieser beiden Stadtteile beigetragen. Eher traurige Berühmtheit erlangte Hannover durch den sich schließlich radikalisierenden Teil der 68er, die RAF. Die Terroristen Ulrike Meinhof und Gerhard Müller wurden nicht nur in Langenhagen verhaftet, sondern hatten zuvor auch in Hannover Unterschlupf gefunden. Neuerungen, Denkanstöße und auch intellektuelle Auseinandersetzungen aus dieser Zeit, ja, es gibt sie. Die schöne neue Welt, die sich viele damals erträumten, ist jedoch nicht Realität geworden. In der Bundesrepublik nicht und in Hannover ebenso wenig. Zu uneinheitlich und zerrissen war die Bewegung, die in Wahrheit ja aus vielen einzelnen Bewegungen bestand, auch schon damals. Der Kampf gegen den Vietnamkrieg und die Aufrüstung auf der einen und die Radikalisierung bis hin zu Terror und Mord auf der anderen Seite. Das Verdienst, endlich eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen angestoßen zu haben, steht einem dezidierten Antizionismus, ja Antisemitismus gegenüber, der uns auch heute noch beschäftigt, wenn wir zum Beispiel über den Umgang mit der Bewegung BDS diskutieren. Auch war der Weg von der studentischen Bewegung zum rechten bis rechtsextremen Spektrum für manche scheinbar nicht allzu weit. Was wir also für unser heutiges Handeln vor allem mitnehmen können, ist die Erkenntnis, dass der Mensch und menschliches Handeln komplex und ambivalent ist. Daher kann es einfache Antworten auf die Probleme menschlichen Miteinanders nicht geben.
Wir sollten uns daher gerade als Politiker vor Verkürzungen und Vereinfachungen hüten. Wir brauchen vielleicht Visionen, aber keine Utopien. Und was mir gerade in unserer Zeit am wichtigsten scheint, mäßigen wir uns im politischen Schlagabtausch. Radikalisierung in der Sprache führt fast unweigerlich zu Radikalisierung im Handeln. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wer möchte für die Grünen sprechen? Herr Dr. Garden. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Frau Jeschke, wir sollten doch über die positiven Nachwirkungen sprechen. Sie haben jetzt einige Irrwege auch aufgezeigt. Ich werde mich dazu nicht äußern, das verkürzt vielleicht meine Rede etwas. Für uns Grüne war die 68er-Bewegung der Türöffner für eine offene, solidarische und gleichberechtigte Gesellschaft. Dabei gab es die Grünen 1968 noch gar nicht. Ich war gerade ein Jahr alt. Aber die Haltung war bereits geboren. Die Haltung war eine in der Tradition der Aufklärung, in der Tradition der Überwindung der klassenpolitischen Gegensätze und in der Begründung einer Wehrhaftigkeit der demokratischen Gesellschaft. Wehrhaft gegen, und das ist hier auch schon dargestellt worden, die restaurativen Kräfte, gegen patriarchalische und autoritäre Strukturen und vor allem gegen den Faschismus in den Parlamenten, in den Familien und in unseren Köpfen. Die andere Seite war die des gesellschaftlichen Aufbruchs. Der Keim für eine inspirierende, schöne, neue, aufregende und bunte Welt war gesetzt. Bunt, grün und vielfältig war das Sinnbild für eine Gemeinschaft, die mehr sein sollte als die reine Funktionalität in einer durchökonomisierten Welt. In dieser offenen Gesellschaft konnten wir unsere Träume artikulieren und uns Räume und Strukturen aneignen. Zuerst als unorganisierte Gruppen, als neue soziale Bewegungen mit der gemeinsamen Grundidee, unsere globalisierte Welt kann nur gerettet werden, wenn wir uns für die Interessen der Sprachlosen einsetzen. Die Natur, die der Mensch durch Industrialisierung bis zur Unkenntlichkeit vergiftet hatte, die eine Welt der durch Kolonialisierung, Krieg und Billigarbeit ausgebeuteten Völker, die Menschen, die durch Moral und Gesetze verfemt und von Teilhabe ausgeschlossen waren. Vor allem der steinige und immer noch nicht abgeschlossene Weg zur Gleichberechtigung von Frauen in der Gesetzgebung, in der Berufswelt, bei den Löhnen und Gehältern, in den Familien und im öffentlichen Raum ist eine der größten Errungenschaften dieser Zeit. Kaum etwas prägte die Nachkriegszeit stärker als dieser Aufbruch 1968, auch wenn es Brüche gegeben hat, dazu ist ja schon was gesagt worden. Ohne die 68er wäre das Hannover von heute nicht denkbar. Zweiter Teil der Aufgabenstellung. Erstens, unsere integrative Bildungslandschaft, eine Folge der Bildungsöffnung. Lars Kehlich hat schon auf die Bildungsöffnung Willy Brandts hingewiesen. Gesamtschulen, Glockseeschule, Kinderläden, der Aufstieg von zigtausenden von jungen Menschen in qualifizierte Berufe, soziale Bildung, Bildungsverein in Hannover, die Gründung der Fakultät der kritischen Geisteswissenschaften, mit der Hannover vollständige Universitätsstadt wurde, die Entwicklung Hannovers schlechthin zum Bildungsstandort bis heute. Zweitens, unsere vielfältige Kulturlandschaft, eine Folge kultureller Diversität. Freie Theater, das Pavillon als Kulturzentrum, alternative Spielstätten, das Weltmusikfestival Marsala, Straßenkunst, Nannas, Flohmarkt, Altstadtfest, Fährmannsfest, Fête de la Musique, die Fabrikumnutzung Faust, auch internationale Begegnungen, neue Esskulturen, ist schon erwähnt worden, Café Safran, neue Lebensweisen, Partnerschaften, Wohngemeinschaften, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Drittens, unser soziales Hannover, eine Folge von Teilhabe und Integration. Freizeitheime, und Sie sehen schon, das Spektrum ist sehr, sehr umfangreich. Ich kann hier auch nicht alles nennen, versuche nur ein paar Akzente zu setzen. Freizeitheime und unabhängige Jugendzentren als Räume des Miteinanders, Frauenhäuser als Stätten der Zuflucht, Stadtteilkulturzentren als Orte der Nachbarschaft, Hilfe zur Selbsthilfe, Violetta und andere Beratungsstellen für Mädchen und junge Frauen, Kaga und andere für Migrantinnen und Migranten in unserer Stadt. Viertens, der Schutz unserer Umwelt in Hannover, eine Folge nachhaltigen Denkens. Der Gorleben-Trek vor 40 Jahren, im nächsten Jahr als Jubiläum gefeiert, mit 100.000 Menschen damals gegen die tödlichen Gefahren der Atomkraft. Der Ausstieg und die Abschaltung des 40 Kilometer entfernten AKWs in Grohnde in nun 3 Jahren. Die Umstellung der Stadtwerke auf regenerative Energie, die Bürgerinitiative Umweltschutz, das Umweltzentrum Hannover mit ADFC, VCD, Greenpeace, Ökostrom, Grünstrom und Transition Town. Carsharing und Passivhäuser. Das Radfahren als Mobilitätsalternative, da ist das Radfahren, wer hatte es eben doch
hören wollen, der Schutz der Stadtwälder, Landschaftsschutz der Leinaue, Frühlingswiesen auf Grünstreifen. Ja, selbst das Rathaus blieb nicht verschont. Herr Engelke hat mich darauf hingewiesen vorhin. Die große Freitreppe war einst ausschließlich Ratsmitgliedern vorbehalten. Heute steht das Rathaus offen für die gesamte Stadtbevölkerung. Das ist nur ein unvollständiger Blick auf die Nachwirkungen der 68er-Bewegung. Er zeigt aber, wie der in unserer Verfassung begründete Auftrag einer humanen Gesellschaft umgesetzt werden kann und in eine friedliche und weitgehend versöhnte Stadtgesellschaft führt. Bleiben wir wehrhaft gegen die Feinde der Demokratie? Ja, bleiben wir wehrhaft gegen die Feinde der Demokratie? Offenheit ist das Gegenteil von Abschottung. Dankeschön. Ja. Ja, Vorsitzender, meine Damen und Herren, nun werde ich mal was das Gegenbeispiel bringen. 50 Jahre 68er, das ist kein Grund zum Feiern. Ganz im Gegenteil, die Bilanz dieser popkulturellen Luxusrevolution von verwöhnten und verblendeten jungen Leuten, die sich politisch von Massenmördern wie Ho Chi Minh und Mao Zedong orientiert, ist verheerend. Klaus-Rainer Röhl etwa, einer, der dabei war und sich später läuterte, einer also, der es wissen muss, wirft den 68ern heute die Zerstörung der Gesellschaft und den Abbau aller Wertbegriffe vor. Der Publizist, Historiker Joachim Fest hat es gleich damals erkannt. Er sagte, mich hat zu vieles gestört, diese ganze lähmende Dialogunfähigkeit, der Größenwahn dieser Bewegung mitsamt ihrer moralischen Hysterie, die Realitätsverachtung, ihr Hass auf die Liberalität und anderes mehr. Die außerparlamentarische Opposition der APO durchsetzte die Medien, die Universitäts- und den Kulturbetrieb, den linken Flügel der SPD, die Gewerkschaften und schließlich die Partei der Grünen. Dabei waren die 68er ursprünglich überhaupt nicht grün, feministisch noch weniger. Und auch ihre rigiden antipatriotischen Zug bekamen sie erst, nachdem sie entdeckt hatten, dass sich die Nazizeit wunderbar instrumentalisieren ließ, um Angehörige der älteren Generation aus ihrem Posten zu drängen, wie Joachim Fest es formulierte. Daraus resultierte dann eine Ableitung alles Patriotischen, die sich hervorragend am Abend des Mauerfalls studieren ließ, als sich die Volksvertreter im Bundestag spontan erhoben und die Nationalhymne sangen, während viele grüne Abgeordnete verstört bis pikiert dazwischen saßen, während Dutschke 1961 noch gegen den Mauerbau demonstriert hatte, hielten es seine. Jünger 28 Jahre später für sinnlos, eine Nation wieder zu vereinigen, die sie eigentlich abschaffen wollten. Abschaffen wollten die 68er auch die Familie, Eliten, die bürgerliche Konvention von Sieb bis zum Talar, die Sekundärtugend und natürlich das alte Bildungs- und Erziehungssystem. Und sie sind durchaus weit gekommen, muss man sagen. Der Slogan »Mehr Bildung für alle« etwa, Beton geworden in Form der Gesamtschule, entpuppte sich als Generalangriff auf das Prinzip Leistung und die schulische Erziehung zu Toleranz und Akzeptanz sexueller Vielfalt zerstörte die traditionellen Geschlechterrollen und will einen neuen Menschen erschaffen. Bis heute ja immer wieder der Mythos verbreitet, die 68er hätten die muffige, bleierne Ära der Adenauerzeit beendet. Das ist Unsinn. Denn als die protestierenden Studenten auftauchten, hatten die antibürgerlichen Jugendrebellionen in den Ländern des Westens längst ihren Höhepunkt erreicht. Die Pille befand sich seit 1961 auf dem Markt. 1965 spielten die Rolling Stones auf der Berliner Waldbühne. Die APO war Auswurf der Modernisierung, nicht Auslöser, resümierte der Göttinger Politologe Franz Walter. Die Adenauerische Biedermeier war damals schon längst Geschichte. Auch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hatte Deutschland längst begonnen. Mit Eugen Kogons, der SS-Staat, mit Walter Hofers Sammlung von NS-Dokumenten, mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess 63 bis 65. Rolf Hochmuths Theaterstück »Der Stellvertreter« war 1963 erschienen. Was die 68er und ihre Erben neben allerlei Rübeleien und Konventionsbrüchen in der deutschen Politik einführten, war ein expresserischer, moralisierender Ton.
Sie haben den Weg bereitet für jede Art Political Correctness, für jene Tabuzüchtung im Dienste der Aufklärung, wie Martin Walser es nannte. Die viele hiesigen Debatten in emotionalen Aufwallungswettbewerb verwandelt, was ja auch immer wieder hier in den Ratsversammlungen zu beobachten ist. Wir wollen weg von der links-rot-grün versifften 68er Deutschland und hin zu einem friedlichen, wehrhaften Nationalstaat, sagte Jörg Meuthen im Mai 2016 auf dem Stuttgarter Bundesparteitag der AfD. Und genau das sagt auch die AfD-Fraktion im Hannoverschen Stadtrat. Und ein Wort noch an Frau, an die SPD. Diese Hetze, die Sie hier loslassen, die ist unmöglich. Sie sollten sich um Ihre eigenen Leute kümmern und nicht immer... Letzter Satz. Was? Letzter Satz. Gut, danke. Gut, danke. So, die FDP. Herr Döring, Herr bitte. Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja erstaunlich, wie das eigene Gehirn einem einen Streich spielt. Immer wenn Sie, lieber Herr Hirche, reden, muss ich an Udo Jürgens denken. Der Geruch von Spießigkeit und Bonawachs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man ein freier Demokrat ist und ein Freund der Freiheit, dann blickt man differenziert auf die Zeit der 68er. Sie hat unsere Partei, die Freien Demokraten, stark verändert, diese Zeit. Und das begann im Herbst 1967 auf dem Parteitag hier in Hannover, als die sogenannten Jungtürken unter Anführung von Walter Scheel, die damalige Parteiführung, Ritterkreuzträger Erich Mende, zu einem Umdenken in der Positionierung der Freien Demokraten im Machtgefüge der alten Bundesrepublik und in der Frage der Friedenspolitik begannen, zu unter Druck zu setzen. Unterstützt von Rudolf Augstein, Henry Nannen und vielen anderen hier im HCC. Und wenige Monate später beim Freiburger Parteitag, dem ersten Freiburger Parteitag, 29. bis 31. Januar 1968, da stürzte die damalige Parteiführung. Walter Scheel wurde Bundesvorsitzender der Freien Demokraten. Und heute noch fehlt in keiner Chronik über die 68er die legendäre Diskussion von Dahrendorf mit Rudi Dutschke auf einem Dach eines VW Käfers mit 2000 Studenten vor der Halle des Parteitags der FDP. Dieser Parteitag, der Wahlkampf 1969, die Diskussion über mehr Demokratiewagen, führte dann zur ersten sozialliberalen Koalition mit Willy Brandt als Bundeskanzler und Walter Scheel als Bundesaußenminister. Sie machte unfassbare viele gesellschaftliche Reformen, die bis heute nachwirken, möglich. Sie veränderte das Klima dieser Gesellschaft. Es war sozusagen der erste Ruck, den die Republik gewagt hat, auf den Roman Herzog 30 Jahre später gewartet hat. Dieser Ruck hat das Land verändert und es ist innenpolitisch zweifellos eine Erfolgsgeschichte und trotzdem lohnt das differenzierte Bild auf die 68er. Denn während der Marsch der Institutionen durch die Institutionen für ganz, ganz viele bereits bei einer A8 besoldeten Stelle im öffentlichen Dienst endete, gingen einige 1970 deutlich weiter und gründeten die Rote Armee-Fraktion und riefen auf zum bewaffneten Kampf gegen das Establishment und haben bis weit in die 90er Jahre hinein mit unterschiedlichen Hochphasen, unterschiedlichen Persönlichkeiten Terror in Deutschland entwickelt. Es gehört zur kritischen Betrachtung dieser Zeit, dass einige wenige eben in ihrer Verblendung den falschen Weg eingeschritten sind. Und natürlich ist immer noch verstörend für freie Demokraten, vielleicht mehr als für andere, dass den selbsternannten Sozialisten, dem Sozialistischen Studentenbund und vielen anderen Sozialisten in den Zeit der 68er das Schicksal ihrer Genossinnen und Genossen auf der anderen Seite der deutschen Grenze in Ost-Berlin und in der DDR Schnuppe war. Dort wurde unterdrückt durch die Stasi die Menschen willkürlich verhaftet. Es gab Berufsverbote und politische Verhaftungen. Es hat in Westdeutschland keinen selbsternannten Kommunisten und Sozialisten interessiert. Auch das gehört zur kritischen Würdigung dieser Zeit. Und ich durfte bei der Verleihung des Niedersächsischen Staatspreises an
Stefan Aust dieser Tage eindrucksvoll erleben, wie auch Aust selber, der ja vom Demonstranten vor dem Hochhaus von Axel Springer zum Herausgeber bei Axel Springer geworden ist, kritisch diese Zeit, diese unkritische Zeit gegenüber dem DDR-Regime von sich aus angesprochen hat. Ein letztes: Es lässt sich ja nirgends so schön über Leistungsträger, Unternehmer, Kapitalisten schwadronieren unter dem warmen Rock einer dann inzwischen A15-Stelle im öffentlichen Dienst. Ich sage aber auch, das hält die Gesellschaft aus und wir Freien Demokraten halten meist dagegen. Wir haben den 68er viel zu verdanken, aber es waren am Ende gewählte Parlamentarier von SPD und FDP, die in Landtagen und Bundestagen eine Welle der politischen Reformen ausgelöst haben. Und darauf sind wir jedenfalls parteihistorisch stolz. Vielen Dank. Herr Bruck oder Herr Böning? Herr Böning, gut. So, auf ein neues. Der Ratsvorsitzende hatte uns ja übrigens vorhin nahegelegt, unsere Redezeit nicht voll auszunutzen. Und ich glaube, ich bin so ziemlich der Einzige, der sich auch daran hält. Also statt über die positiven Nachwirkungen der 68er-Bewegung auf das Hannover von heute, sollten wir vielleicht mal lieber über die negativen Nachwirkungen von zu vielen sinnfreien Aktuellen Stunden auf die Motivation der Ratsmitglieder von heute sprechen. Teilweise sind diese Aktuellen Stunden hier echt eine ziemliche Zumutung. Ich meine jetzt nicht insgesamt die hier, nur die, sondern insgesamt diese Menge der Aktuellen Stunden. Drei an einem Tag ist schon heftig. Na gut, wie auch immer. Sie meinen also, dass die 68er-Bewegung noch irgendwelche angeblich positiven Nachwirkungen auf das Hannover von heute hat. Ist das so? Als eine der Folgen der 68er-Bewegung wurden diverse linksradikale und linksextreme unabhängige Jugendzentren eröffnet, die teilweise immer noch als eine Brutstätte des Linksextremismus in Hannover gelten. Das ist so. Ist das für Sie eine positive Nachwirkung? Für uns nicht. Die hannoversche Medienlandschaft blieb wahrscheinlich auch nicht so ganz verschont von der 68er-Bewegung. Ich vermute das jetzt einfach mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Art und Weise, wie mit einigen Gruppierungen hier umgegangen wird, also ob das jetzt auch eine Art Nachwirkung der 68er-Bewegung auf das Hannover von heute ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann ist jedenfalls, dann ist das für den, der medial auf der Sonnenseite steht, sicherlich eine positive Nachwirkung der 68er. Für uns Hannoveraner ist es das nicht wirklich. Vielleicht mit etwas gutem Willen könnte man diese rote Punktaktion von 68 als etwas bezeichnen, was gewisse positive Nachwirkungen hatte. Die war ich hatte mal gelesen, dass das 68 war. Okay, dann vergessen wir den Satz. Und ich denke, so zwei bis drei andere kleine Punkte würden sich, wenn ich nur lange genug suchen würde, sicherlich auch noch finden lassen. Aber meine Damen und Herren, Sie sehen schon, Sie merken schon, es fällt also wirklich schwer, etwas zu finden, das ich ohne Wenn und Aber und aus vollster Überzeugung jetzt als eine positive Nachwirkung des Jahres 1968 auf das Hannover von heute bezeichnen kann. Ja, was soll ich noch groß sagen? Ich will jetzt meine Rede auch nicht unnötig länger machen als nötig. Ich möchte abschließend, da es hier ja wie gesagt um positive Nachwirkungen der Bewegung von 1968 auf das Hannover von heute geht, ganz kurz am Rande einfach nur noch anmerken, dass ich am 27. April 1969 geboren wurde. Danke. Herr Braune. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Die 68er-Bewegung, was brachte sie uns? Sexuelle Aufklärung, Feminismus, sicherlich auch. Aber sie brachte uns auch die Jesus-People-Bewegung. Ich hoffe, das hat der eine oder andere nicht vergessen. Die erweckte sich durchs ganze Land in den 70ern. Ne, 69 fing das Ganze an, durch die ganzen 70er bis in die 80er rein, die Jesus-People-Bewegung. Diese ging global um die Welt. Menschen fingen wieder an, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Rannten mit der Bibel unterm Arm in die Diskothek. Eine Option, die die Staatskirche oft nicht mehr bieten konnte. Die Staatskirche verlor sich lieber im Erhalt ihrer alten Gebäude.
als sich um die Menschen vor Ort zu kümmern. Was die 68er-Generation speziell hier in Hannover vorzuwerfen auch ist, sie beschäftigt sich zu sehr mit sich selbst und mit ihrer Vergangenheit und mit dem Trauma ihrer Vergangenheit. So, dazu ganz aktuell die Einstellung der CeBIT, ne, ist eine Folge der 68er, dass die den Stab nicht übergeben haben. Wer ist denn für dieses Einstellungsmanagement zuständig? Da müssen noch Leute eingestellt werden mit Vision. So, die CeBIT hat richtig gut angefangen, richtig gut gestartet, bis Mitte des letzten Jahrzehnts dann gesagt wurde, oh, wir brauchen diese ganzen Gamer nicht. So, diese Spieler, die können woanders sich orientieren. Die haben sich ja noch woanders orientiert, erst in Leipzig und dann in Köln. Die Messe hat bereits Besucherzahlen bis 400.000. Das sind die, die hier verloren gegangen sind. So, da haben irgendwelche Entscheider hier gedacht, sie könnten eine Fachmesse machen ohne das Volk. Wir brauchen aber das Volk im Ganzen. So, ich habe mich im Escape Room selbstständig mal gemacht. Und da gibt es riesige Messen in Holland, in Stuttgart, in Hongkong. Und die etablieren sich, da kostet das Ticket 250 Euro, 500 Euro. Und das sind alles Dinge, kleine Messen, wie auch die Gamescom, die man hier verloren hat. Die hätte man alle in die CeBIT mit involvieren können. Und das ist hier verloren gegangen. Und das kreide ich den 68ern an, dass die den Stab nicht an die nächste Generation visionell übergeben haben. Da sind nicht Leute gewählt worden, die eine Vision hatten, sondern es sind Leute gewählt worden, die man irgendwie kannte, vielleicht durchs Parteibuch. Ich weiß das nicht genau, wie das da zustande gekommen ist. Auf alle Fälle sitzen da die falschen Leute in den Sesseln. Ein Olaf Lies zum Beispiel sitzt da mit dem Aufsichtsrat. Der hat ja schon die Nordnet gegen die Wand gefahren. Jetzt fährt er auch noch die CeBIT gegen die Wand. Und ich kann nur empfehlen, auch für ihre Zukunft hier, die SPD möchte ja demnächst ja wieder mit 20 Abgeordneten sitzen, was ich noch nicht sehe. Also ich sitze hier die nächste Periode nicht mehr. Ja. Können Sie applaudieren? Sitzt nämlich Herr König hier. Applaudieren Sie da auch noch. ja, es ist nicht meine Aufgabe, hier zu gucken, wer hier demnächst sitzt. Also ich kann Ihnen das nur wärmstens ans Herz legen, Leute mit Vision in Führungspositionen zu bringen. Sei es der Zoo, sei es die CeBIT, ne, oder die Messe AG im Allgemeinen. Eine Minute. Da müssen Leute mit Visionen sitzen und nicht einfach nur Verwaltungsleute, die den Laden verwalten, bis das Ding absäuft. Vielen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende von drei wahnsinnig aktuellen Stunden angelangt.